Ja, servus miteinander und einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Hauers Welt. Ja, nachdem wir es letzte Woche haben ausfallen lassen, sind wir diese Woche wieder dabei. Und ich hoffe, dass ihr mir helft, die Vorkommnisse vom LMSDV-Wettbewerb zu analysieren. Ja, Chat, wie geht's euch? Wie habt ihr die letzten Tage verbracht? Wie schaut's bei euch aus? Ist bei euch auch schon weihnachtliche Stimmung? Seid ihr vielleicht schon im Urlaub? Oder müsst ihr arbeiten bis zum bitteren Ende? Also, ja, die stille Zeit heißt es immer. Ich sehe es ja bei uns, so still wird es jetzt auch nicht. Wie höre ich mich gerade noch doppelt? Das scheint wohl von dem letzten Gemeinschaftsstream irgendwo noch Einstellung zu sein. So, jetzt hoffe ich, hört ihr mich noch? Denn bei mir ist es weg. Bei mir ist alles weg. Jetzt ist alles weg. Habe ich gut gemacht. Die Musik ist noch da. Jonathan, servus. Du liegst seit 5 Tagen krank im Bett. Ach du meine Güte. Bestimmt wieder irgend so grippaler Infekt, oder? Wie es halt typisch ist um die Jahreszeit. Ich hoffe nichts Schlimmeres. Erik, SD, mit der Rufsuche läuft es ganz gut. Ich analysiere gerade die ganzen Angebote, die wir gekriegt haben. Und das ist ja fast schon erschlagend viel. Also ich habe mir heute echt mal die Mühe gemacht, den Aufwand betrieben. Die E-Mails, die Anrufe, die auf jedem Kanal, wo wir was gekriegt haben, einfach mal in eine Excel-Tabelle zu packen, damit man die Übersicht behält. Also wir haben insgesamt, ich überschlage es mal, 40 Angebote. Davon sind jetzt, sage ich mal, 15, 16, was, wo ich sage, ja, das gucken wir uns näher an. Finde ich mega, wie die Leute an uns denken. Ich muss bloß gleich hart aussieben, also ich frage gleich harte Fakten an. Wie viel Hektar haben wir? Wenn mir dann jemand sagt, 1 bis 3, dann ist es total nett, dass sie an uns gedacht haben. Mega, also ich antworte auch wirklich jedem, auch wenn der Hof noch so klein ist oder von vornherein nichts für uns, weil es einfach toll ist, dass die Leute da mithelfen wollen, an uns denken und mit voll dabei sind. Aber wenn es sich dann gleich abzeichnet, dass das gar nichts ist für uns, dann sparen wir uns einfach den Aufwand, denn wir haben nur begrenzt Zeit, um tätig zu werden. Ne? Und ja, ich glaube, ich bin etwas laut gestellt vom Mikrofon jetzt. Ja, da müsste es besser sein. Ja, soweit sind wir jetzt mit der Suche. Niederbayern Agrarvideos, servus, mein Stammmod auch am Start, wie immer. Darauf ist Verlass. Nils Vario, grüß dich. Currywurst und Wiener waren übrigens mega. Habe ich doch nicht zu viel versprochen, oder? Ich würde ja nichts anteasern, was ich nicht selber auch geil finde, oder? Fabius Landus, du hattest recht mit meiner neuen Arbeitsstelle. Ja, kannst du ruhig für dich behalten. Aber wer die Vlogs guckt, der sieht's, da ist der Firmenaufschrift, der Firmenaufschrift ist da, an die Jacke, ne? GG, im Vollzeitjob bin ich Berater, Verkaufsberater im Außendienst für einen Dünger und ja, Bodenverbesserer und Biostimulantienhersteller, der europaweit oder weltweit sogar agiert. Und das macht mir aktuell richtig Spaß. Florian, wo ich den Kuxi gelassen habe. Ja, jetzt müssen wir erstmal kurz aufräumen. Ich sehe ja gerade, dass ich hier noch Köpfe drin habe, die ja längst nimmer dabei sind, meine Freunde. Also, wie ich mitgekriegt habe, hat unser guter Axel die Runde freiwillig verlassen. Deswegen, Axel, auf Wiedersehen. Was mich auch noch fasziniert hat, der Michi ist auch raus aus der Nummer. Also Michi, auf Wiedersehen. So, da waren es nur noch 4. Da räumen wir mal kurz ein bisschen auf, dass wir etwas mehr Platz haben. Mit den Burschen. So, die platzieren wir da einmal ein bisschen im unteren Segment. Und dann sieht es doch gleich viel aufgeräumt aus. Ja, langsam wird es eng im Feld, oder? Spannend, spannend. Sind eure Favoriten noch dabei oder sind die längst ausgeschieden? Markus Meister, grüß dich. Stefan Nowitzki, grüße. Die Landbiene, die ist noch gar nicht da. Die muss noch etwas arbeiten. Die ist noch etwas beschäftigt. Stößt vielleicht später dann zu uns.
Stefan, du hast extra Schnaggi für mich unterbrochen. Ich hoffe, das nehmen mir die Schnaggis nicht übel. Aber vielen Dank dafür. Ja, ich habe es zwar schon mal gefragt, wie schaut's aus? Genießt ihr eure Weihnachtszeit? Ist es etwas ruhiger bei euch? Habt ihr Urlaub genommen? Oder gehört ihr zu den Armen, die ich die letzten 20 Jahre auch dargestellt habe, die in dieser Weihnachtszeit arbeiten müssen, weil sie einfach unverzichtbar sind? Jetzt bin ich verzichtbar. Absolut. Absolut. Meine Kunden wollen jetzt an Weihnachten rum auch nicht viel arbeiten, deswegen habe ich dem meinen Urlaub gleich reingehauen. Alles wunderschön. Jonathan, einer ist noch drin, zwei sind raus. Also hattest du drei Favoriten für die Nummer, oder was? Daniel, du hast jetzt bis Freitag noch Maloche und dann hast du Weihnachtsurlaub. Lese ich das richtig? Seid ihr gegönnt, ne? Ich muss irgendwann auch mal die Ruhe einkehren. Erik, du hast den gleichen Traum wie ich. Die Weltherrschaft? Nein, Quatsch. Ist ja super. Aktuell ist es ja bei mir noch ein Traum. Und was wir jetzt als Angebote haben, zeigt ja ganz deutlich, dass es wahrscheinlich kein Traum bleiben wird. Ich weiß nicht, wer von euch regelmäßig die Videos verfolgt jetzt. In der Weihnachtszeit habe ich ja täglich was rausgehauen. Einfach so wie eine Art Adventskalender. Und da habe ich es ja öfter mal erwähnt, was da so abgeht, was für Größenordnungen das wir haben und was für unterschiedlichste Sachen. Also ganz, ganz verrücktes Zeug auch dabei. Also es geht definitiv landwirtschaftlich weiter. Wie und wo? Naja, das wird sich jetzt die nächsten Wochen rausstellen. Aber wird bestimmt. Landwirte Erzgebirge, ab wann habe ich Urlaub? Ja, ich hatte gestern mal so einen Überstundenfreitag. Ich maloch morgen und übermorgen nochmal und dann bin ich eigentlich bis zum 9. heim. Ja, oder auf Hofbesichtigungstour. Wahrscheinlich eher, denn ja, die Zeit drängt, wisst ihr ja. Habt alle den Bericht bei unser Land gesehen? Gut, die nicht aus Bayern kommen, wahrscheinlich eher nicht. Lief ja im bayerischen Fernsehen. Jörg Peters, zwei deiner Favoriten sind noch im LMSDV, was ein Zungenbrecher, noch mit drin. Naja, dann bist du quasi für 50% des Teilnehmerfelds aktuell. Stefan, deine Favoriten sind alle raus. Napoleon des Grüßen. Mhm. Florian, eine Leberentzündung. Ach, kacke du, ey. Das sind keine schönen Schmerzen. Wünscht mir keinem. Du, dann wünsche ich dir viel Kraft und gute Besserung. Und ich hoffe, dass es zum Weihnachtsfest wieder etwas besser wird für dich. Dass du das auch genießen kannst. Ah, das wäre ja übel, ne? Janis, Dankeschön. Das Glück bei der Hofsuche können wir gut gebrauchen. Und die schönen Weihnachten, die werden wir einfach haben. Der Ich sagt, wahrscheinlich gewinnt der Martin, der am Anfang gar keinen Bock hatte. So wird es wahrscheinlich sein. Der wilde Hund. Da tippe ich auch drauf. Ja, erzählt Leute, wie schaut's aus an Weihnachten? Großes Geschenkemassaker oder doch eher Zurückhaltung? Jetzt nicht aufgrund der wirtschaftlichen Lage aktuell, sondern einfach grundsätzlich. Also ich bin jemand, der hat überhaupt keinen Bock mehr auf diese zwanghafte Schenkerei. Gut, die Kids ist klar, selbstverständlich, aber unter uns Erwachsenen, das ist ein Hin- und Her-Geschenke und nee, muss das sein. Da lieber das größte Geschenk ist, wenn man Ruhe hat und miteinander Zeit verbringen kann, finde ich. Wie schaut es da bei euch aus? Seht ihr es ähnlich? Dein Favorit macht jetzt MMWDVF. Ich glaube, ich habe mir das heute mal angeguckt, aber ich konnte mir nicht merken, was es jetzt ausgeschrieben heißt. Aber wie war denn das bei Michi? Ich habe es nur so mitgekriegt, dass da irgendwie Upload-Schwierigkeiten gab. Und dann war keine Zeit mehr, um das nachzubessern, ne? Wirtschaft der Mittelfranken, Servus, schönen guten Abend.
Also beim Schnaggi, das habe ich ja geguckt. Das ist ja auch schon wieder fast 2 Wochen jetzt her. Also, letzte Woche hatte ich den Stream nicht geschafft. Wer die Vlogs guckt, der weiß das ja warum. Weil ich einfach mit dem Föhn und dem Wasserschlauch stundenlang draußen gestanden bin. Oh, Wilhelm, Grüße. Zurück in den Vordertaunus. Jonathan, genau, seine Handydatei war schrott. Irgendwie sowas. Ja, wo das Datum zeigen musste oder sowas, gell? Irgendwas in der Richtung. Hermann Siems, sag mal was zum Bass im Hintergrund. Servus, Bass. Nein, ich habe da so ein kleines Tonstudio, in dem ich da drin sitze, auch mit meinem Rechner. Stehen alle möglichen Instrumente, Schlagzeuge, Gitarren, Keyboards, Akkordeon, Akkordei, Gitarren und auch Bässe. Der Bass, der da hängt, das ist ein Einsteiger-Ibanez-Bass, wen sowas interessiert. Und den habe ich einfach bloß, damit man einfach auch mal schnell eine Bassspur aufnehmen kann. Lustigerweise habe ich, seitdem ich hier am Hof bin und die Landwirtschaft betreibe, eigentlich nichts mehr großartig musikalisch gemacht. Ja. Aber haben ist besser als brauchen, sage ich immer, ne? Auch gerade beim Musikequipment. Dennis, den Satz, den könntest du dir eigentlich einrahmen und über die Tür hängen. Genau, so sehe ich das auch. Zeit mit Freunden und würde ich nur mit der Familie ergänzen. Unbezahlbar und wertvoller als jedes materielle Gut, auf jeden Fall. Und ich meine, was schenkt man denn heutzutage noch? Jeder, der irgendwas möchte, kauft sich's doch. Man hat ja eigentlich alles. Also ich kenne keinen mehr, der irgendeinen relativ bescheidenen Herzenswunsch hat, sondern die erfüllt man sich doch einfach, oder? Seien wir doch mal ehrlich. Weihnachtenmassaker, Familie, da null Bock. Dani, klingt so, als wärst du mit deiner Familie auf Kriegsfuß, oder? Jan fährt fort. Ja, Sven hat mit seiner Aktion ganz schön was losgetreten, ne? Also, was da auch an Diskussionen in dieser WhatsApp-Gruppe war. Ich sag's euch, Leute, ich sag's euch. Stellenweise habe ich die Gruppe dann auf stumm geschalten und mir einfach bloß gedacht, Gott sei Dank habe ich gleich am Anfang einen Fehler gebaut. Ist mir viel Stress erspart geblieben. Echt wild. Ja, wurde dann auch verschärft noch und ja, wird natürlich auch aufgepasst, was die Konkurrenz so macht. Ne? Den Stress habe ich jetzt zum Glück dann nimmer gehabt und ich kann jetzt ganz entspannt täglich vor mich hinfloggen. Aber Respekt an die Kollegen, die das wirklich immer noch durchziehen und bis jetzt auch geschafft haben, unsere 4. Bin mal gespannt, wer das Ding rockt. Dieser Stricksocken, ja, habe ich gehört. Ich kenne da auch jemanden, der recht gut strickt. Ich habe da auch welchen Auftrag gegeben, weil ich liebe Stricksocken um die Jahreszeit. Im Winter brauche ich im Wohnzimmer zum Glücklichsein abends Stricksocken und Whisky. XY, was mein Verpächter im aktuellen Hof vorhat, der würde das Ganze wieder selbst bewirtschaften. Das sind jetzt nicht viele Hektar, die direkt zu dem Hof dazugehören, und wird so ein bisschen hobbymäßig wieder einen Ackerbau machen. Die Maschinerie dafür hat er ja noch und wird sich vielleicht Pferde dann einstellen hinten auf dem Fressplatz, wo jetzt die Highlands in der Raufe fressen. Da lässt sich ja wunderbar Pferdchen halten und die Einzäunung könnte man auch nutzen im Wolfszaun, also mit 1,20 Meter Höhe. Zur Not ein Litzenband noch drüber gezogen und dann ist das Ding mehr als bloß pferdesicher und auch wolfsicher. Also ja, irgendwie sowas in der Richtung wird es wohl werden. Da haben wir ja uns gemeinsam geeinigt, dass wir dann Ende nächsten Jahres das auslaufen lassen, weil er ja auch schon in Vorfreude und Vorbereitung war, als wir den Hof vorbereitet haben, der dann doch nichts geworden ist, leider. Und ich kann ihn doch voll verstehen. Also wenn ich einen Hof hätte, ich würde ihn ja auch selber bewirtschaften. Ganz klar. Wir sind uns da auch nicht böse. Er hatte ein bisschen Angst gehabt, dass es bei der Reportage im Fernsehen falsch rüberkommt, als hätte er uns rausgeschmissen. Also das war definitiv nicht so. Er hat uns nicht vor die Tür gesetzt. Wir haben im beidseitigen Einvernehmen beschlossen, dass dann eben nächstes Jahr, im Ende nächsten Jahres gut ist. Und er ja das eigentlich so gerne auch weiterführen möchte. Ja, also da ist jetzt nichts Böses. Bloß um das auch mal erwähnt zu haben, nicht, dass das irgendjemand denkt. Kam vielleicht im Gericht ein bisschen so rüber, ein bisschen dramatisch. Aber ihr wisst ja, wie Fernsehen arbeitet. So, ein Glühbier. Ich hoffe, ihr habt ja auch ein Glühwein oder was am Start. Machen wir heute die kleine Stammtisch-Weihnachtsfeier, oder wie schaut's aus? Wer hat Plätzchen dabei?
Michael Krupka, ich glaube auch, dass Martin durchzieht. Martin ist so ein richtig eiserner Hund. Der Älteste in der Runde, aber ich denke auch der Härteste. Also ich denke, meine Vermutung ist es, dass das Ding zum Schluss zwischen Sven und Martin entschieden werden muss. Die beiden schenken sich ja nichts. Also ja, die sind ultra gewissenhaft, super genau und ja, beide haben ein Durchhaltevermögen und einen eisernen Sturkopf. Ich denke, das wird eine enge Nummer. Isa, was mit unserem Wolfszahn passiert, wenn wir wegziehen, habe ich noch gar nicht so richtig in Erfahrung gebracht. Schlafende Hunde soll man nicht wecken. Da frage ich dann am Amt nach, wie es denn ausschaut, ob der weiter bestehen bleiben darf, denn der wurde ja gefördert. Oder ob ich den mitnehmen muss, darf, soll. Das ist noch alles. Aber das ist die kleinste Baustelle bei der ganzen Nummer. Dennis, sehr gutes Weihnachtsgeschenk. Dieses Jahr sind die Gutscheine vom Gasversorger im Rennen. Genau. Der absolute Renner. Oder Dankgutscheine für die Ölheizung. Mega gut. Patrick Bongenhaupt, servus, grüß dich, guten Abend. Auch Daniel, es ist aber auch unschön, oder, wenn man solche Familientreffen hat. Nils Mario, habe ich vielleicht auch schon drüber nachgedacht, ob ich Svens Ketchup ins Programm aufnehme. Ich weiß nicht, welchen du da probiert hast, also ich hatte mal den scharfen Bauer, den fand ich ja mega. Den Curry Ketchup hatte ich noch nicht. Ja, für alle, die Wurst bei uns bestellt haben, gern auch mal den Ketchup vom Sven dazu testen. Vielleicht ist das eine geile Kombi. Dennis hat Nussmakronen am Tisch. Mensch, da werde ich fast jetzt neidisch. Und Philipp Zwiebelring. Ja, kann auch sehr weihnachtlich sein. XY. Zum aktuellen Hof gehören. Was habe ich denn hier zur Hofstelle gepachtet? 4,7? Da können noch ein bisschen mehr dazu. Die hat es aber anderweitig verpachtet, weil das Bio-Zertifizierte waren. Und die wollte auch einen Bio-Zertifizierten geben, damit da ja kein Verlust entsteht oder eine Zertifizierung verloren geht. Nachvollziehbar. Aber die vom Hof gepachteten sind 4,7. Insgesamt gepachtet haben wir 10,4. Und bewirtschaften hier 25 Hektar. Genau. Also, wo wir uns das Futter runterholen, wo wir schneiden lassen. So, jetzt geht der Chat aber ziemlich schnell für meine Verhältnisse. Ich dachte, das wird heute eher gemütlich. Jörg, ob ich heute einen Gast habe, weiß ich nicht. Das kann gut sein, dass der eine oder andere aus der Gruppe später da mal dazu stößt. Ich habe die Zugangsdaten in der Gruppe verteilt. Und dann gucken wir einfach mal, ob und wer da dazu kommt. Lass uns überraschen. Mit Sicherheit der eine oder andere. Dein Favorit ist der Henry Elf Songwriting. Okay, Henry hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ja, warum nicht? Also theoretisch kann es ja jeder von diesen vier werden. Also ich denke, die haben alle eisernen Willen. Michael Kopka, das kann ich mir auch als Hauer Ketchup branden lassen. Nee, da hatte ich schon was anderes vor. Ich würde gern mit einem hiesigen Soßen- und Chili-Soßen-Erzeuger eine eigene Currywurstsoße designen. Ja, aber aktuell die Zeit fehlt, haben wir das einfach noch nicht im Programm. Aber die Currywurst wird definitiv bleiben. Die ist ja mega gut und die wird auch gut angenommen von euch. Und da gibt es dann eben dann demnächst auch mal eine vernünftige eigene Soße dazu. Und bis dahin nehmt einfach mal den Curry Ketchup von Sven vom Röberhof. So, wo bin ich stehen geblieben? Stefan Nowitzki, das Hefegetränk passt, definitiv. Thomas, ich weiß natürlich, welche Viehhändler bei mir in der Gegend zu handeln. Ich bin ja jeden Tag draußen unterwegs, weiß auch, wer da einen Viehhandel hat. Und ja, bin da, das ist ja der Vorteil auch von meinem Job. Ich kriege ja relativ viel mit, was Marktpreise, was Höfe, was Dienstleistungen, eigentlich alles. Ja, wie so ein schwarzes Brett. Wenn ich irgendwo was aufschnappe, kann ich das auch woanders weitergeben und ja, irgendwo behilflich sein. Ist schon sehr praktisch. Auch mir selber natürlich behilflich. Sven Jendrusch. Servus. Currywurst geht immer. Genau, Michael. Deswegen haben wir auch gesagt, wir machen aus den Strohschweinen auch Currywurst. Weil ich
esse wahnsinnig gern und die ist auch schnell gemacht. Und wenn man die natürlich in einer sehr hochwertigen Qualität hat, dann kann auch Fast Food auch einfach mal was sehr Hochwertiges sein, ne? Jörg Peters, du hättest Lust auf Farmers United. Warst du denn beim letzten Mal nicht dabei? Könnte sein, dass es heute davon eine Light-Variante gibt. Also ich habe den Kollegen tweetet, wollte ich schon sagen, gewhatsappt. Und die können da auch jederzeit mit teilnehmen. Und es wird der ein oder andere sicherlich auch mal vorbeigucken, wie es die Zeit erlaubt. Aber die sind ja auch noch im vorweihnachtlichen Stress, gerade die Leute mit den Online-Shops. Da geht es jetzt in den Endspurt. Nee, Michael, DWLive wird es bestimmt nicht. Das ist was Kleineres. Maiko Tange. Also den Hof, den ich besichtigt habe. Das ist ja ein mega Riesenteil. Also das war ein Ferkelerzeuger und Stallungen für 340 Muttersauen. Das Ding ist unfassbar riesig. Da drin verläufst du dich. Da ist halt alles tipptopp, alles tadellos. Man könnte sofort loslegen. Aber wenn ich Schweine halten würde, was ich nicht tue, da ich einfach der Typ fürs Rind bin. Nebenbei Schweine ja, Schweine mit vermarkten sowieso. Aber nur auf Schwein umsteigen auf gar keinen Fall, käme für mich diese Haltungsform dann nicht in Frage. Also das ist alles Vollspalte, das ist so wie man es kennt, konventionelle Ferkelerzeugung und Schweinemast. Ist nicht mein Ding, deswegen haben wir ja auch vom Partnerbetrieb mit dem Offenstall auf Stroh die Schwäbisch-Hessischen im Programm, weil ich finde, das wäre die Variante, die ich so auch beheimaten würde. Nee, aber der Betrieb ist nichts, da kann ich 70% der Gebäude für meine Zwecke eigentlich gar nicht nutzen. Und dann muss man halt sagen, bei so einem riesen Objekt, also das ist gigantisch, legt man ja auch nicht plus 2,50 Euro hin. Das rentiert sich aber wirklich nicht, wenn man nur 30% der Gebäude für sich nutzen kann. Also, ja, ist Quatsch. So, woher kommen die ganzen Daumen her? Robby, vielen Dank. Er meint aber den Daumen dann unter dem Video. Aber hier könnt ihr auch gerne auch einen Daumen reinballern. Vielen Dank. Aschbergenkompressor. geiler Nickname. Frage zum neuen Hof. Genau, wir hatten ja ursprünglich geplant gehabt, den Hof, den wir geplant hatten, dass wir den über Bioboden nehmen, also eine Genossenschaft, die dafür sorgt, dass Böden nicht verspekuliert werden, sondern weiter in ökologischer Landwirtschaft bleiben und die Flächen und die Hofstellen aufkaufen und lebenslang zu einem erschwinglichen Kurs an Landwirte verpachten. Das war der ursprüngliche Plan. Da ich ja inzwischen Ackerbauberater bin und weiß, dass Vollbio schwierig ist, gerade am Anfang für einen Neueinsteiger wie mich in den Ackerbau, bin ich gerade im Zweifel, ob gleich eine Biozertifizierung für einen Ackerbau, den wir dann mitbetreiben würden, für mich das Richtige wäre und somit auch Bioboden das Richtige ist. Da müssen wir gucken, das kommt auf die Hofstelle an. Wünschenswert wäre, ja, Mietkauf, Erpacht, sowas in der Richtung. Haben wir auch jede Menge Angebote, die genau das beinhalten. Und dann hätten wir zum Schluss was Eigenes, was uns gehört und können das auch ohne einen großen Bankkredit erstmal stemmen. Also das wäre die perfekte Lösung für uns. Deswegen aktuell erstmal keine Käufe über Bioboden anvisiert, so wie es ursprünglich mal war, sondern eben auf die Erpacht- und Mietkaufschiene. Papis Landlust, wann es wieder Salami gibt? Ich weiß, diese Frage, die brennt irgendwie jeden unter den Nägeln. Ich kann es euch nicht sagen. Die nächste Rindschlachtung würde ich mal für Ende Januar frühestens ansetzen. Das heißt, Salamis brauchen ja immer gute 3-4 Wochen, bis die gereift sind. Die sind ja luftgetrocknet und ich bin geräuchert. Also das Fleisch dafür muss auch 3,5 Wochen reifen. Also es wird ja nicht aus Resten direkt bei der Schlachtung gemacht. Unser Salamifleisch entsteht wirklich aus Teilen, die am Stück mit 3,5 Wochen gereift sind und somit das maximale Fleischaroma haben. Deswegen schmeckt die auch so gut. Deswegen denke ich, Ende Februar ist eine realistische Zeitangabe. Nagel mich nicht drauf fest, aber zum aktuellen Zeitpunkt Ende Februar. Jonas, du alter Kaukem Ultra. Ich weiß, ich gelobe, dass ich jetzt zwischen den Tagen mal die Kuhcam anschmeiß. Ja,
fehlt mir noch ein kleines technisches Detail, was sich mit ein bisschen Zeit lösen lässt, aber die Zeit ist aktuell richtig rar. Deswegen sehe es mir nach, geduldig noch ein bisschen und dann wird es auf jeden Fall belohnt. Dann lassen wir einmal die Woche mal wieder die Kaucam durchrattern. Wie beim Fressen. Wäre jetzt auch schöner, wenn Schnee liegen würde, ne? Aber ab seit heute haben wir ja keinen Schnee mehr. Wir haben plus gerade, plus 6 Grad. Hat den Vorteil, dass mir das Wasser was nicht mehr einfriert unten. Aber jetzt halt wieder alles super schlammig ist. Gestern habe ich gerade nochmal hinten den Fressbereich mit aller Gewalt entmistet. Also die Hälfte war noch festgefroren am Pflaster. Aber wenn ich das nicht geschafft hätte, hätte ich es heute Abend machen müssen. Und tagsüber wäre das alles zu breit geworden da hinten. Das war ja 10 cm dick festgefroren, weil wir 2 Wochen minus 10 Grad hatten. Ist jetzt zum Glück relativ sauber. Jetzt regnet es sich dann gerade bei uns ein. Und morgen werde ich nochmal schön durchziehen und einmal runterspülen. Jetzt kann man ja wieder spülen, ohne dass es eine Schlittschuhbahn für die Kühe wird. Und dann ist es wieder schick da. So, jetzt mal kurz zusammengelabert. Dann gibt es weiter die Cowcam. So weiter viel habe ich gar nicht verpasst. Ob ich auch einen Demeter-Betrieb übernehmen werde. Du wirst lachen, ich hatte heute ein Angebot von einem Demeter-Betrieb. Demeter ist halt schon ziemlich heftig von den Auflagen. Ne, mit allem gehe ich konform, aber ja. Und auf den Betrieb davon. Muss man sich angucken. Muss man sich angucken, ob das dann praktikabel ist für uns oder ob das eher schwierig wird. Ja, jetzt bin ich gerade verwirrt. Wie ich Fastfood definiere. Fastfood essen, was schnell fertig ist. Currywurst. Rein in die Pfanne, mehrfach wenden, durchbraten lasse. Wenn du keine Beilagen willst, geht's noch schneller. Soße dazu, fertig. Fastfood. Jonas, aber die Cowcam ist ja quasi auch nur eine Wiederholung, denn die Kühe machen immer das gleiche. Fressen und sich gegenseitig vom Futterplatz verjagen. Das ist Neukirchner. Schönen guten Abend, grüß dich. Ja, Landwirtschaft und Mittelfrank sage ich hier gerade. Die Auflagen vom Demeter-Verband sind schon knackig. Es sind halt auch so Sachen dabei, wo ich den Sinn nicht ganz verstehe. Also, ich möchte keinen zu nahe treten. Und ich möchte es auch nicht ins Lächerliche ziehen. Aber es gibt ja da sowas wie Kuhhörner mit Dung füllen und auf der Wiese vergraben und dann wieder ausgraben. Und das bringt dann bei der Mondphase irgendwie bessere Erträge. Ich bin halt gelernter Pfleger aus der Schulmedizin und ich stehe auch nicht auf Homöopathie und sowas in der Richtung. Und da ist mir halt beim Demeter ein bisschen zu viel in die Richtung. Keine Frage. Punkto Tierwohl, punkto Qualität, punkto, punkto Ackerbau. Auf jeden. Auf jeden bin ich dabei. Qualitätsstufe sehr hoch. Nicht umsonst sind sie so angesehen beim Verbraucher, weil sie eben verdammt hohe Standards haben. Aber wie Michael Kupka schon schreibt, das ist mir zu viel Geschwurbel. Ja. Klar, geh ich mit konform mit Aussage. Aber muss man sich angucken. Ich meine, wenn das praktikabel ist und der Hof passt und der Übergebende, das klingt jetzt auch komisch, das klingt wie mein Kumpel bei der Weihnachtsfeier, der Übergeber, der den Hof hergibt, der darauf besteht, dass es im Demeter-Verband bleibt, ne, mein Gott, dann ist es halt der Demeter-Verband. Opfer müssen gebracht werden, dafür sind sie da schließlich und Kompromisse müssen wir auch eingehen. Ich denke, so ganz aalglatt, wie wir uns das wünschen, wird es eh nicht passieren. Und ja, wenn das Übel ist, dann gehen wir das einfach ein. Fabis Landus, der kenne ich auch. Also ich habe im Kundenbereich auch Demeter-Betriebe. Sehr ordentlich. Also das hat nichts mit Kraut und Rüben zu tun. Gibt's auch, aber die gibt es bei allen anderen oder auch, Entschuldigung, auch bei konventionellen gibt es das auch. Also das würde ich jetzt so nicht sagen, dass das mit Demeter zu tun hat. Wie gesagt, die harten Auflagen und ja, das teilweise etwas übernatürliche. Da bin ich jetzt nicht so groß, der große Freund.
muss aber nebenbei mal in mein Control Room schauen, ob vielleicht einer meiner Kollegen mit da ist. War aktuell. Aktuell tut sich da noch nichts. Mit dem Bauer genau. Esoterik habe ich, das Wort habe ich gesucht. Genau, das ist es. Nicht übersinnliches, übernatürliches. Esoterik. Da bin ich nicht der große Freund davon. Jakob, grüß dich. Ist tatsächlich der Verband, über den ich nachgedacht habe, falls ich mich Bio zertifizieren lassen würde, müsste, würde ich Bioland nehmen, weil es mir von den Richtlinien am nächsten kommt, sag ich mal. Rechtsdrehende Kompostteekulturen bei Mondschein in Kuhhörnern vergraben. Eher nicht so. Michael, ja, findest du, dass bei Stefan alles ein bisschen wild ist oder was? Also, das hatte er doch schon auch wilder, oder? Ich denke, der hat in letzter Zeit recht viel Ordnung reingebracht. Und den besten Schritt, den er gemacht hat, war sein Hof zu schottern, wo er den Schotter aufgebracht hat. Es hat viel gebracht. Das Feuer sah richtig wild aus. Grummi, grüß dich. Servus, guten Abend. Ah, die Kollegen schneiden gerade noch für morgen. Das sehe ich gerade in der Gruppe. Strebe. Muss man jetzt bloß nur uploaden. Und dann ist das für morgen auch schon durch. Genau, Nils Mario, so ist es. Das muss zum Betrieb passen. Gibt Betriebe, da passt halt auch das Demeter-Konzept am besten. Also, ganz klar. Und, ja, gute Konventionelle muss ich auch nicht verstecken. Ich meine, konventionell ist jetzt immer sehr negativ geprägt worden durch Presse und Diskussionen, aber konventionell ist definitiv nicht negativ und wir brauchen auch weiter konventionell, weil Bio kann nicht die Masse an Lebensmitteln erzeugen, die wir in unserem Land brauchen und verbrauchen. Ganz klar. So braucht es auch konventionelle Betriebe. Also das darf man nicht verteufeln, ganz klar. Wer da sagt, es würde alles nur noch Bio und kleinstrukturiert gehen, der lügt sich selbst in die Tasche. Das geht nicht. Es geht nicht, außer der Konsum in der Gesellschaft wird drastisch umgestellt, aber das wird nicht funktionieren. Dazu ist die Gesellschaft zu bequem und ja, wir erzeugen eher bloß noch einen Bruchteil unserer Nahrungsmittel im eigenen Land und es wird immer weniger. So, jetzt muss ich mal ein bisschen lesen. Landlos, klar muss man froh sein, dass wir Landwirtschaft haben. Aber egal, ob jetzt konventionell oder bio, da draußen hat jeder eine Meinung. Und mit der halten die wenigsten noch in den Berg. Ne? Aber, und jeder hat eine Ahnung. Jeder hat eine Ahnung. Ich meine, wir haben 82 Millionen Bundestrainer draußen sitzen und mindestens genauso viele Landwirte. Nur weil sie Nahrungsmittel konsumieren, wissen sie noch lange nicht, wie es angebaut wird. Aber jeder hat dazu eine Meinung, ganz klar. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, das ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, mit den zwei abgehalfterten Schauspielern in 3 vor 9, SWR, hervorragend. Und ja, das sind halt Meinungsbildner. Und es gibt Leute, die nehmen das für bare Münze, die Kacke, die da draus wird. Und das war ja auch der Grund eigentlich, mit was mich zum YouTube-Kanal bewegt hat, denn ich möchte einfach zeigen, wie ich es mache und was wirklich dahinter steckt und hoffe, dass ich so den einen oder anderen mal erreiche, dass mir jetzt 3 mehr erreichen als geplant, ist ja ein toller Nebeneffekt. Rayan, hallo aus Kanada. Grüße nach Kanada. Cool, wir sind international. Gerhard, wieso sind wir jetzt bei den Veganern? Ja, jetzt sind wir aber schnell abgestürzt, du. Reden wir mal nicht über die. Die können ja gern tun, was sie möchten. Aber ja, niemanden aufzwingen. Also das ist ich habe den Eindruck,
beim Veganer wird immer stark auf Missionieren gesetzt und man muss den anderen unbedingt seine Meinung aufzwingen. Also, geh auch zu keinem Veganer hin und sag, friss Fleisch. Ist doch in Ordnung. Kann doch jeder machen, was er will. Ja, gut. Da machen wir jetzt, glaube ich, großes Fass auf. Das lassen wir mal lieber. Müller Agromedia, hast du auch einen Kälbercontainer? Also, ich habe zwei hinterm Haus stehen und die sind schon wieder so voll. Und die unteren Schichten, das ist immer noch nicht. Also, ich muss sie aber mehr verdichten. Ich muss sie mehr verdichten, weil die unteren Schichten ersticken mir zu langsam. Spendekut, cool. Ich bräuchte nur ein paar Ersatzcontainer. Sehr gut. Also ihr wisst, wovon ich gesprochen habe. Ich sehe es gerade. Welchen Bauer? Genau, das sehe ich auch in meinem Kundenstamm draußen. Ich habe viele, die echt an der Grenze zu Bio arbeiten, aber sich nie einem Bioverband anschließen. Weil es halt auch immer schwieriger wird, die Richtlinien einzuhalten. Ich habe jetzt auch mehrere Kunden, die sind Biobetrieb. Wenn jetzt aber die Pflicht zum Auslauf kommt, also der reine Laufstall reicht dann nicht mehr aus, dann haben die ein Problem, weil die keine Möglichkeit haben, hofnah einen Auslauf zu schaffen. Und die haben dann auch schon angekündigt, dass sie dann wieder zurückgehen auf konventionell. Das sind für mich so halb durchdachte Auflagen, die man einfach nicht umsetzen kann überall. Und was ja der Bio-Quote, die gefordert war, überhaupt nicht zugutekommt. Also, das kannst du vergessen, wa? Dennis, sehr gut, die zwei Haltleiter. Genau die meine ich. Zertifizierungswahnsinn. Das trifft es ziemlich gut. Es wird ja immer undurchsichtiger, immer schwieriger. Und das ist ja auch ein Grund, warum ich nicht zertifiziert bin. Ich meine, wir haben eine sehr, sehr gute Haltungsform. Wer uns kennt, der wird das wahrscheinlich bestätigen. Aber wenn ich mich jetzt bio-zertifizieren lassen müsste, hätte ich riesen Aufwand dabei. Natürlich auch Kosten, die ich aber in keinster Weise irgendwie auf meine Produkte oder auf irgendwas anderes umlegen könnte. Also auf diesen Kosten würde ich sitzen bleiben. Und mehr Absatz kann ich dadurch auch nicht generieren, denn wir sind regelmäßig ausverkauft. Zudem habe ich wirklich auch die Sicherheit, wenn wir jetzt so schlechtes Jahr hatten wie das hier und ich Futter zukaufen muss, dass ich nicht gezwungen bin, irgendwo ein teures, spezielles Biofutter zu kaufen, sondern auch von normalen, konventionell bewirtschafteten, aber trotzdem sehr hochwertigen Wiesen mein Futter beziehen kann. Zu einem vernünftigen Kurs. Also ich rede jetzt nicht irgendwelche Ramschposten zu verfüttern, das liegt nicht in meiner Absicht, sondern dass man einfach gutes, vernünftiges Futter zum vernünftigen Kurs kriegt, ohne dass man gezwungen ist, unbedingt Bio umzusteigen, weil das halt doch sehr hochpreisig ist. Genau, Nils Vario, so ist es. Es ist ja nicht bloß bei der Ernährung so. Leben und leben lassen, das ist ja überall so. Man muss ein bisschen tolerant sein, muss dann aber auch den anderen zugestehen, dass die ihr Sachen machen und dass das andere Sachen sind, als man selber geil findet. Das ist bei Religion so, das ist, ja, bei Politik unterschreibe ich es nicht ganz. Aber gerade bei der Ernährung, Veganer und Vegetarier, alles cool, wenn sie das wollen, sehr gerne, ist ihr Leben, ist ihr Körper, ist ihre Einstellung zum Leben, aber bitte nicht den anderen auf den Sack gehen. Aber ja, ich hatte schon mehrere Vegetarier hier, die gesagt haben, sie sind eigentlich nur Vegetarier, weil sie die Haltungsformen und die Qualität und ja, das Tierwohl von Importfleisch nicht gutheißen und nicht weiter unterstützen wollen. Die dann aber bei mir Fleisch gekauft haben und gesagt haben, das geht in Ordnung, das ist artgerecht, das ist Tierwohl, das ist Qualität, da können Sie es sich vorstellen, dann nicht so häufig, aber dafür in dieser Qualitätsstufe.
Also hatte ich jetzt schon eine Handvoll. Gut, ich da. Ikea-Trap ist das falsche Wort, aber wie gesagt haben, ja, da können sie, damit können sie mit ihrem Gewissen leben. Genau, Fabis Landers sagt, wir lassen jetzt mal die Veganer und die Vegetarier, denn die Diskussion, die ist ja uferlos. Wir einigen uns einfach dran, leben und leben lassen. Einigen uns drauf, leben und leben lassen. Und dann ist gut, ne? So, was habt ihr denn sonst so auf eurer Arbeit? Habt ihr schon alle Weihnachtsfeiern gehabt? Habt ihr die alle gut überstanden? Oder kommen sie erst noch, die Weihnachtsfeier? Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt sind die meisten schon durch, ne? Und wenn ja, habt ihr so klassische Weihnachtsfeier gehabt, wo die Sekretärin mit dem Kollegen aus der IT-Abteilung unterwegs war, knicki-knacki, wo, ja, aus dem Hausmeisterbüro zwei so getrieben haben, dass, ja, aus dem Fenster oben rausgekotzt haben. All diese Storys, die man so kennt. Oder eher so gediegen. Bisschen essen, Plätzchen naschen. Auf Wiedersehen, schönen guten Abend, gute Nacht. Jens, so mache ich es ja auch aktuell. Ich mache es ja so. Ich bin ja, wie ich gesagt habe, nicht zertifiziert. Sondern bei mir kann man sehen, wie und was gefüttert wird, wie es produziert wird, wie die Tiere gehalten haben, gehalten werden. Und ich denke, das ist noch der höchste Standard. Und das zeige ich ja jede Woche. Aktuell täglich. Thomas, du hast keine Arbeit, also nichts Weihnacht. Scheiße. Doch, für dich kommt auch das Kind, oder? 30% Bioflächen sehe ich auch definitiv da, schwarz, Daniel. Nachdem jetzt der Bio-Trend rückläufig ist, seit der wirtschaftlichen Krise, die aktuell vorherrscht, dass die Bereitschaft von Konsumenten, ja, noch weiter geschrumpft, für Bio-Geld auszugeben, sehe ich schwarz. Sehe ich genauso wie du. Dani, kommt Freitag deine Weihnachtsfeier? Oder was? Patrick, morgen habt das unterschreibe ich so auch. Wild ist wohl das artgerechteste Fleisch, das du haben kannst, ja. Ständig draußen, all you can eat, freie Nahrungsmittelwahl, und dann natürlich im Wald geschossen, ne? Deswegen wäre auf einem neuen Betrieb von mir auch, ja, die Hofschlachtung bzw. ja, der Weideschuss angestrebt. Und auch die Zerlegung dann auf dem eigenen Betrieb. Aber jetzt finden wir erstmal was Passendes und dann machen wir Nägel mit Köpfen. Wilhelm Bauer, ich habe mir sein Lebenslaufvideo noch gar nicht angeschaut. Ist es das wert? Dann gucke ich mir das heute Abend mal zum Einschlafen an. Also ich habe gesehen, dass er da wohl ein Video gemacht hat mit dem bisherigen Lebenslauf oder wie es heißt. Aber echt noch keine Zeit, von da mal reinzugucken. Also würde mich interessieren, wenn er sagt, das ist empfehlenswert, dann gucke ich mir das mal an. Muss sowieso jetzt mal die Tage wieder ein bisschen Videos von den Kollegen nachholen. Muss zugeben, auch die LMS-TV-Sachen, ich gucke zu wenig. Ich komme überhaupt nicht mehr dazu.
Ich sehe, wenn jemand ein Video rausbringt, im Titel. Ich sehe in der Gruppe, wenn darüber diskutiert wird, ob irgendwo Regelverstoß vorlag oder nicht. Aber mehr habe ich schon nicht. Deswegen habe ich eigentlich gehofft, das ist ja eigentlich für mich ja eher so Infoveranstaltung heute Abend, dass ihr mich aufklärt, was denn da so passiert ist und ob vielleicht irgendwo möglicherweise so ein kleiner Regelbruch vorliegen könnte. Und dann würden wir uns das auch miteinander mal angucken. Fabi, ist das mit den Prämien, die gestrichen wurden, das habe ich angeschaut, genau. Und William, ja, das macht ja auch seinen Erfolg aus. Er erklärt wirklich alles. Er macht das super transparent, finde ich auch mega gut. Denn er holt den Konsumenten da ab, wo es wichtig ist. Also er vermittelt halt wirklich den Alltag. Ja, so wie wir es eigentlich alle versuchen zu tun mit unseren Vlogs. Ich denke, das ist ja auch die Hauptmission. Ich denke, dass das ja eigentlich die Absicht von allen ist. Also von mir kann ich jetzt nur mit Sicherheit sprechen. Also ich möchte auf jeden Fall, das war ursprünglich gedacht, die Kunden etwas besser zu informieren, wie denn unser Fleisch produziert wird. Ja, jetzt machen wir das seit 2019, 250 Videos lang schon und ihr haltet uns treu die Stange. Aber da muss man auch mal Danke sagen am Jahresende, oder? Ist doch mal die Zeit an Weihnachten, wo man sentimental werden kann. Das sagen wir einfach mal Dankeschön, dass ihr da dabei seid. Danke, dass ihr uns unterstützt. Und ja, wir haben auch ein paar Extras noch geplant, videotechnisch zum Jahresende hin. Und dann starten wir nächstes Jahr 2023 voll durch mit unser Jahr. Und ihr seid hoffentlich mit dabei. Markus, kann ich kurz erklären. Mein Belgier-Mix habe ich jetzt weitergegeben an einen Mesterkollegen, weil ich habe schnell feststellen müssen, dass die Rasse nicht für reine Weidehaltung gedacht ist. Ich wollte es experimentieren, ich wollte es ausprobieren. Ich habe dann gemerkt, dass die Tageszunahmen stark ausbleiben. Also sie hätte ruhig noch ein paar Kilo mehr haben können. Liegt daran, dass sie einfach mehr Energie im Futter braucht als die Highlander. Das kann ich aber in der gemischten Gruppe nicht geben, weil sonst die Highlander zu viel Energie kriegen und die absolut verfetten. Die können damit überhaupt nichts anfangen. Also war da schon mal der Konflikt. Dann war da auch das Problem, dass sie ohne Hörner in der Gruppe nichts zu melden hatte. Und das schon bei den jungen Damen. Jetzt wenn die zu den alten Ladies geht, mit den großen Hörnern, dann hätte ich so richtig die Hucke voll gekriegt. Und da hätte man nichts davon gewonnen. Es war vielleicht ein bisschen also noch halb durchdacht mit dem Experiment. Aber wenn, dann machen wir das mit einer Rasse, die auch für die Weiterhaltung gedacht ist. Die auch mit weniger Energie zum Ziel kommt. Aber ich meine, da ist weiß-blauer Belgier drin, das ist eine Hochleistungsrasse, die braucht Feuer im Futter. Konnte man nicht bieten, deswegen haben wir gesagt, okay, geben wir sie weiter, dass man noch ein bisschen was ranmästen kann an sie, dass die nicht so zierlich bleibt. So, ich gucke mal schnell in den Hintergrund in unsere WhatsApp-Gruppe. Also Jan und Sven schaffen es wohl heute nicht mehr, die sind noch am Schneiden, alten Streber. Gerhard, was hat denn der gute Cem von sich gegeben, was dich so sauer auf ihn macht? Ich habe das jetzt echt in letzter Zeit kaum verfolgt. Weil da kommt eh nur noch Quark. Also ich vermeide es aktuell irgendwie Nachrichten zu hören oder irgendwie Zeitungen zu lesen, außer Regionalteile. Also ich kann es nicht mehr hören und nicht mehr sehen. Und du denkst jedes Mal aufs Neue, dass dich irgendjemand verarscht. Du suchst jedes Mal die Kamera, ob da irgendwie verstehen sie Spaß, also was in der Nähe ist. Also das, teilweise kann es echt nicht der Ernst sein. In der Regierung, die Sachen, die da kommen, die Ideen. Was habe ich heute wieder gelesen gehabt? Das war auch wieder irgendwas mit der Rente irgendwas. Pro Lebenserwartung irgendwie pro Jahr ein Jahr, pro Monat Lebenserwartung? Nee, pro Jahr Lebenserwartung, einen Monat später Rente, genau, irgendwie sowas. Ich bin aber auch vom Posten, Jungs, aber inzwischen ist der Übergang ja fließend und der Unterschied kaum noch zu erkennen, oder? Markus, ja?
Haben wir tatsächlich mal dran gedacht, also wenn wir den neuen Hof haben, würde ich gerne noch eine andere Rasse mit an Bord nehmen. Also ich habe mich da umfassend informiert, was es für Möglichkeiten gibt. Der Kollege hat schon Experimente mit Highland Angus gemacht. Shorthorns natürlich auch, wie du schreibst, das ist auch immer gut. Wagyu, weiß ich nicht, ob das optimal ist. Was mir aber auch gut gefällt, ist, wie heißt es, norddeutsches Niederungenrind? Wäre für eine reine Weidehaltung ideal. Sieht aus wie eine stämmigere und tiefer gelegte Version von Schwarzbunden. Also der Laie würde keinen Unterschied erkennen zwischen Schwarzbunden und denen. Aber es ist definitiv eine robustere Rinderrasse und fleischigere Rinderrasse, die rein Grasfütterung auch verträgt und tolle Tageszunahmen hat. Wäre vielleicht mal interessant. Aber jetzt gucken wir erstmal nach einem neuen Hof. Und die Highlander, die werden es sowieso immer bleiben. Also da führt kein Weg dran vorbei. Heißt ja auch Highland-Zucht. Und nicht der Bundesrinderparadies. Obwohl ich das auch geil finde. Mein Wunsch war ja mal, eine möglichst bunte Herde aufzubauen. Aber vermarkt es mal. Das ist ja wie Kessel Bundes. Du kannst ja nur noch schreiben, dass du Fleisch vom Rind verkaufst. Und was genau, weiß kein Mensch halt, was gerade greifbar war, ne? Ich würde gern wissen, wie es dazu kam, dass ich ins Fernsehen gekommen bin. Ich hole mal kurz aus. Also diese Fernsehgeschichte war ja 22 unser Ding. Erst kam das Format BR Landfrauenküche auf uns zu. Hat wohl geguckt, was es in Oberfranken als Vertreter des Regierungsbezirks Interessantes an Betrieben gibt. Und ist dann relativ schnell bei uns gelandet und hat dann gefragt, ob wir Bock haben. Und hat gesagt, mach mal mit, alles toll. Dann kamen verschiedene Sachen, die eben dieses Landfrauen Ding nochmal thematisiert haben, eine Reportage auch nochmal im regionalen Fernsehen über eine Regio-Challenge und auch nochmal über die Landfrauenküche. Und da hat die gute Redakteurin dann mitgekriegt, dass wir ja eigentlich ein Problem haben, dass wir nächstes Jahr eine Hofstelle brauchen. Das sehr gut läuft, unser Konzept, wir aber aktuell keine Chance haben, weiterzumachen. Und dann kam ihr der Gedanke, dass wir dann nochmal separat zu der Hofsuche-Thematik einen Beitrag machen. Im Beitrag hat sie dann sich so grob mit mir in einem Brainstorming so ein bisschen zusammengestellt in groben Zügen und hat gesagt, sie ruft mich zurück, wenn denn das Format von irgendwelchen Sendungen gekauft wird oder Interesse besteht. Also spätestens Ende der Woche, sagt sie. 5 Minuten später klingelt das Handy, dann ist sie wieder dran und sagt, jeder will dieses Format haben. Also ER24, die Hörfunk, lokales Fernsehen, unser Land, und dann ging das eigentlich einmal kurz reihum und seitdem steht das Telefon und das Handy nicht mehr still. Mega. Also ein irrer Erfolg hätte ich nicht gedacht, aber scheinbar genau die richtige Zielgruppe angesprochen. Alles richtig gemacht, hat uns wahnsinnig weiter nach vorn gebracht in unserem Projekt und die Zukunft ist gesichert. Die Frage ist nur, welcher Hof wird's? Also aktuell ist es ja echt schwierig. Wir haben wirklich die Qual der Wahl, weil es echt unüberschaubar ist vom Angebot und dann muss man sich irgendwann halt auch entscheiden, ne? Wo steckt man jetzt etwas mehr Arbeit rein, wo geht man rein ins Detail, ne? Man kann sich jetzt nicht leisten, alle Höfe zeitlich parallel aufzuarbeiten und dann zu gucken, sondern man muss sich dann echt schon mal entscheiden, wo geht man rein ins Detail und wo steckt man ein bisschen mehr Arbeit rein. Aber ja, das würde ich mal als Luxusproblem bezeichnen. Hat uns wirklich was gebracht, unsere Fernseh- und Medienaffinität dieses Jahr. Und ich habe heute schon wieder telefoniert. Die nächste Produktion ist auch schon wieder Pipeline. Ich sehe schon, Bauer Hauer demnächst im Big Brother Container. Mit dem Bauer Charolais, sehr gute Fleischrasse, auf jeden Fall. Die sind aber auch halt etwas größer, großrahmiger. Wenn ich jetzt irgendwo eine Aufstallung baue für, sag ich mal, unsere Highlands, aber auch noch Charolais mit drin habe, ist da Differenz von der Größe. Also da müssen Fresken eine andere Höhe haben, da müssen Buchten, Liegeboxen, Hallen, Spaltenböden, was alles zu beachten wäre bei einer Aufstellung oder bei einem Stall, weil es halt dermaßen variiert von der Größe. Das wäre schon was Interessantes, was jetzt nicht allzu großrahmig ist. Und wenn man es kreuzt, muss man sowieso aufpassen, dass man nichts zu großrahmiges nimmt, zumindest nicht, wenn Bulle die andere Rasse ist, denn dann kann schon mal passieren, dass es bei der Kalbung echt Probleme gibt, denn die Highlander sind halt klein und da passen auch nur kleine Kälber durch.
Wenn da jetzt riesige Kälber drin sind, wird es da wohl öfter mal Probleme geben. Und da haben wir halt auch keinen Bock drauf. Das macht keinen Sinn. Aber prinzipiell gebe ich dir recht. Chardonnay, gute Fleischrasse. Definitiv. Braucht man nicht drüber reden, ganz klar. Jonas, der Weg ist soweit. Ja, ich weiß. Nach Berlin. 4 Stunden. Markus, macht Sinn, nachdem die Pachten dann hier nächstes Jahr im Winter auslaufen, macht Sinn, dass wir zu der Saison 23 schon auf einem neuen Hof sind, denn Flächen müssen ja auch dementsprechend bestellt werden zu unseren Bedürfnissen. Bringt mir jetzt nichts, wenn ich 20 Hektar irgendwo Gerste rumstehen habe, die ich aber nicht brauche. Ich brauche erstmal Ackerfutter, ich brauche Grünland, ich brauche Flächen, um die Viecher zu ernähren. Und deswegen müsste es zur Saison 23 schon funktionieren. Und wie ihr alle wisst, so lange ist dann immerhin. Ne? Markus, was meine Hochlandrinder, Kühe in etwa wiegen? Sag mal, bei einer Kuh, die älter ist, gut im Futter steht, lass sie 500 Kilo haben. Maximal 600. Also, dann ist es aber schon richtig erbrocken. Wir haben ja wieder das Tür von 1,30 Meter. Schlachtkörpergewicht sind wir bei 260 Kilo am Haken, das ist nix. Patrick, ja, Angusrinder, definitiv Topfleisch. Wie gesagt, der Kollege hat auch schon den Versuch unternommen, Kreuzung zu fahren, Highland Angus. Es ist von der Rahmengröße schon eine andere Hausnummer geworden. Andreas, nee, die Rasse sagt mir jetzt gar nichts. Innera 95? Klingt jetzt irgendwie komisch. Klingt wie aus dem Reagenzglas. Aber sagt mir jetzt gar nichts. Ich google das jetzt mal schnell nebenbei, was das ist. Innera 95. Ach du Scheiße, ich sehe da gerade einen Bullen dazu. Ja, sag ich doch. Zumindest synthetische Rasse. Geht in Richtung vom weiß-blauen Belgier. Okay. Ja, weiß-blauer Belgier. Viel Masse. Weiß aber halt nicht, ob da Klasse dahinter steckt. Ne? Also, es ist halt schnell wachsende Muskelmasse. Und schnell wachsende Muskelmasse ist immer kein sehr qualitatives Fleisch. Muss man ganz einfach sagen. Deswegen machen die Highlander auch so richtig gutes Fleisch, weil die sehr, sehr, sehr langsame Zunahmen haben. Also, wir sind jetzt bei 3 Jahren bis zur Schlachtreife. Bei welcher Rasse hast du das? Du kannst bei den meisten Rassen schon wesentlich früher zum Metzger fahren. Aber Highland macht es halt gar keinen Sinn, weil eh schon im Haus auch wenig dran ist. Dann hast du aber wirklich auch noch 3 Jahre warten musst und es macht dann schon die Qualität. Henning, ihr habt Wasserbüffel. Die sind schon ein krasser Unterschied zum normalen Hausrind, definitiv. Ja. Jonas, Texas Longhorn, war ich heute erst auf der Europas größten, wenn ich mich nicht irre, Texas Longhorn Zucht. Die ist gleich hier ums Eck. Das ist eben auch da, wo ich unseren geilen Whisky herbeziehe, den Franconian Highland. Und da war ich heute erst wieder. Jens, mit meinem Frontlad am Steuer bin ich sehr zufrieden. Das ist Manip oder Manœuvre oder im Französischen bin ich recht schlecht. Manip wird auf jeden Fall geschimpft und macht das, was es soll. So, die Erkältung kickt rein, meine Freunde. Ich glaube, ich brauche mal wieder etwas Spray. So. Landwirtschaft, Bergland. Highlands und Galloways sind vergleichbar, würde ich jetzt nicht sagen, aber ähnlich. Beides Robustrinder. Die Highlands sind etwas kleinerrahmiger als die Galloways. Galloways haben etwa einen großen Rahmen, etwas mehr Masse. Vom Fleisch sind sie ziemlich ähnlich. Vom Aussehen unterscheiden sie sich halt auch, weil die Highlander einfach das längere Fell haben und auch Hörner. Galloways sind genetisch hornlos. War auch schon mal eine Idee, ob wir die vielleicht kreuzen, weil es halt dann vom Fleisch keinen Unterschied mehr macht. Also wir verändern die Fleischqualität nicht großartig. Und hätten aber größere Ausbeute, denn verschiedene Studien haben gezeigt, wenn man Galloway und Highland kreuzt,
hat man bei selben Input 30% mehr Outcome. Wäre wirtschaftlich interessant. Aber aktuell, wie gesagt, gucken wir erstmal, dass wir einen Hof haben und dann schauen wir, in welche Richtung dass wir weiter tendieren. Ideen haben wir viel, Möglichkeiten gibt es auch jede Menge. Habe ich Landes, du meinst den Frontlader? Nee, ist kein Hauer. Ich habe mit der Firma Hauer verhandelt. Beim Hof, den wir uns vorbereitet hatten, hätten wir an den John Deere und an den Deutz dann Hauer Frontlader gebaut wollen. Muss dann schon sein. Vielleicht machen wir das auch an einem kommenden Hof. Müssen wir mal gucken. Ich bin auf jeden Fall mit der Firma Hauer da schon im Gespräch gewesen und es wird ja passen, oder? Jonas, zu was kommt der Video? Ich kann dir nicht... Zu den Texas Longhorns? Nee, doch. Nee, kommt nichts. Kommt diesmal nichts dazu. Ich war ja bloß wieder Whisky abholen. Also muss ich nicht immer filmen. Jetzt, Maxl, einen neuen Hof habe ich in Aussicht. Ja, ich habe aktuell die Qual der Wahl, dass ich aus vielen verschiedenen suchen muss, was der richtige für uns ist. Gerhard, du musst es auch anders sehen. Du musst es auch anders sehen. Ich liebe es ja, die Hörner, denn es macht das Handling sehr einfach. Klar, es birgt ein Gefahrenrisiko, aber wenn man seine Tiere kennt und recht achtsam ist und den Respekt nie verliert, dann ist das machbar mit der Gefahr. Aber wenn man sie mal irgendwo umsetzen möchte, fixieren möchte, es funktioniert wie ein Lenkrad. Also du hast wirklich einen Hebel, an dem du auch mal festhalten kannst. Und das ist nicht zu unterschätzen. Also, das, ich möchte es nicht mehr missen eigentlich. Also, hornlos bräuchte ich jetzt nicht. Thomas, Jagdrinder, ich fand die angenehm, weil die so leise sind. Die machen bloß so leise Grunzlaute. Ich meine, da habe ich ja mal ein Video dazu gemacht beim Kollegen von Weidejag, war ich ja zu Besuch. War schon beeindruckend, aber ist es nicht die Rinderrasse, die ich selber gern halten würde. Also, interessant definitiv, aber nee. Alexander, den Hugo austauschen, das müsste dann beim neuen Hof wahrscheinlich passieren. Denn wenn wir weiter Mutterkühe selbst erzeugen möchten, dann muss er weg. Aktuell machen wir das ja nicht. Aktuell bleiben wir auf dem Stand von 30 Kopf. Das heißt, ich habe meine neuen Mutterkühe hier am Hof laufen. Die besamt er auch und kein anderer. Und die Töchter kommen ja dann immer gleich weg. Die werden abgesetzt. Da ist es in Ordnung. Wenn wir jetzt natürlich Mutterkühe ranzüchten möchten, dann muss er weg. Dann kann man mal gucken, ob er mit einem Züchter tauscht. Wenn man kurz neues Blut reinbringt und dann, wenn die Töchter dann wieder dementsprechend soweit sind, wieder durchtauscht. Weil der Hugo ist ein ja, sehr, sehr, sehr gutes Wesen. Körperlich ist er nicht der Größte, aber er macht zuverlässige Kälber. Und wie gesagt, das Wesen ist auch ganz wichtig. Du musst ja auch gefahrlos arbeiten können mit deinen Rindern. Es gibt Bullen, denen würde ich meinen Rücken nicht zudrehen, wenn ich irgendwo mal drin irgendwas abschrauben muss oder dran schrauben muss. Und Hugo, da weiß ich, der Hugo, er respektiert mich und ich stehe über ihm und er ist auch total tiefenentspannt. Also wenn er frisst, kann ich hingehen und ihn dabei graulen. Das interessiert ihn nicht, der boxt nicht und stößt nicht, weil er einfach weiß, ist alles gut. Also feiner Kerl. Solange wir hier sind, tauschen wir natürlich noch nicht, aber im neuen Hof dann ja, wahrscheinlich schon. Landwirtschaft in Leinebergland. Wo ist das denn? Klauenpflege bei den Tieren haben wir bis jetzt so regulär noch nicht gehabt. Die Robustrinder, die Highlander, die haben das auch gar nicht nötig. Also die haben ganz, ganz, ganz robuste und harte Klauen. Denen macht es auch nichts aus, wenn die jetzt da im Herbst und Frühjahr draußen, ich sag mal, auf der nassen Wiese und im Schmodder unterwegs sind. Die sind da super unempfindlich. Das ist halt der ursprüngliche Robustrind, wie der Name sagt. Wir haben eine drin. Die hat genetisch ein Problem mit der vorderen linken Klaue. Die kannst du abschneiden und die wächst in Rekordzeit wieder nach und krümmt sich nach oben, macht das Laufen für sie so schwierig. Die werden wir aber auch als Mutterkuh aussondern jetzt. Wir machen nochmal eine Trächtigkeitsuntersuchung, denn die schien wohl leer geblieben zu sein, was jetzt nicht falsch wäre. Da hätte man zu viel Angst, dass sie einfach den Defekt weitervererbt. Aber ansonsten, die Highlander, da sind die völlig... Ab und zu hast mal einen, aber du musst nicht regulär einmal, zweimal im Jahr da irgendwie alle durchschneiden, weil die sich echt robust die Klauen selbst auch abwetzen oben am
am Futterplatz. Bis jetzt, toi toi, alles gut. Isa, wie alt ist der Hugo? Oh, da muss ich mal kurz mein kleines Herdbuch zur Hand nehmen. Denn wie bei allem, was ich mir nicht aufschreibe, das kann ich mir nicht merken. Wo haben wir da? Der Hugo. Der Hugo ist geboren am 17.03.2016. Also wird er jetzt 7 Jahre, ne? Nach Adam Riese. Im März wird er 7 Jahre. Ah, auch schon betagter Herr, ne? Ah, Leineberg-Land liegt in der Nähe von Hannover. Again what learned, sagt er, ne? Ach, Gerhard, bei dir ging es wegen Longhorns. Ja, die wären mir auch zu lang. Also da passt für mich das optische Verhältnis nicht ganz. Es schaut irgendwie falsch aus. Markus, nee, Herdbuch haben wir gar nichts am Hut. Wir gucken einfach bloß, dass wir gesunde Rinder haben und dass wir gutmütige Rinder haben. Alles andere, Farbe und exakter Körperbau und was weiß ich was, da gebe ich genauso wenig wie beim Hund auch drauf. Also, nö. Hey Christian, den Hugo möchte ich noch so lange halten bis zum neuen Hof. Wenn der neue Hof eine reine Bullenweide auch zulassen würde oder die Möglichkeit, dass man mal einen gewissen Satz von Damen vom Hugo besamen lässt und zusammenstellt, weil es einfach die Weide hergibt, weil man die Anzahl an Weideflächen hat, dann kann der Hugo auch gerne noch bei uns bleiben. Also dann lässt man halt zwei verschiedene Bullen laufen. Ich meine, das ist Usus bei größeren Betrieben, dass man mehrere Zuchtbullen hat. Muss ja nicht bloß einer machen den Job, oder? Ist harte Arbeit. Und mit allen Mutterkühen, die wir vor haben, kommt dann einer wahrscheinlich sowieso nicht mehr zurecht. Nehme ich mal Steiger. Und künstlich besamen kommt für uns gar nicht in Frage. Also das wird alles Natursprung, so wie es jetzt ist, auch bleiben. Robby, wir wünschen dir natürlich auch alle wunderschöne Weihnachten. Genieß die Zeit, bleib schön gesund, komm gut ins neue Jahr, falls wir es nimmer sehen und hören. Mach's gut, gute Nacht, schönen Abend noch, bis zum nächsten Mal. Michael Müller, Grüße nach Mecklenburg-Vorpommern. Der Chat im Video hängt? Nee. Das Plugin hängt schon wieder. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich muss definitiv mal das Plugin wechseln. Plugin heißt, der Chat wird ja durch eine Drittseite, in diesem Fall Streamlabs, auf dem Stream bzw. das Fenster von euch gespiegelt. Und das hat in letzter Zeit öfter schon mal Probleme gehabt. Ich denke, ich werde das Ding ganz abschaffen. Ihr seht ja wahrscheinlich eh sowieso den Chat auch noch unten drunter, egal ob ihr jetzt am Fernseher oder auf dem Handy guckt. Ihr seht den Original-YouTube-Chat, den braucht ihr eigentlich nicht. Den braucht ihr eigentlich nur beim Intro-Bildschirm. Aber bis jetzt habe ich die Zeit nicht gehabt, dass ich das noch irgendwie aussortiere, aussondere. Landwirtschaft im Leinebergland, das ist eine gute Frage. Wie lange ich meine Silage nach dem Mähen trocknen lasse? Erster Schnitt, kein Schatten. Ja, das kann man so nicht beantworten. Das kommt auf viele Faktoren an. Wie warm ist es zu dem Zeitpunkt? Also, ich meine, kein Schatten bei 20 Grad ist was anderes als kein Schatten bei 35 Grad. Und wir hatten das auch schon beim ersten Schnitt. Schwierig. Also, lasse ich nie nach einer festen Zeit liegen, genauso wenig auch wie beim Heu, sondern da musst du einfach aktiv raus, dein Schnittgut beobachten, dein Schnittgut anfassen und Not auch mit Elektronik vermessen. Trockenheitsmesser gibt es ja auch. Dass du weißt, ob du jetzt deine 35% Trockenmasse hast. Und dann wäre es ja eigentlich optimal für die Silage. Kommt drauf an. Dann kommt es auch noch drauf an, ob vielleicht gerade irgendwo Wetter aufzieht und du sagst, okay, scheiß die Wand an, die paar Prozent,
egal, jetzt zusammenpressen, ist halt etwas feuchter, aber besser als wenn es komplett verregnet ist. Beim Heu ähnlich, kommt, zieht der Wetter auf, machst eine Heulage draus, lässt es liegen, gehst es nochmal drauf an, reißt es nochmal auseinander, nimmst die ganzen Verluste in Kauf und gleichzeitig dadurch auch eine Minderung von der Futterqualität, weil es neu geregnet hat. Kommt drauf an. Kann ich das so pauschal gar nicht beantworten. Adrian, servus, du hast gerade erst scheinbar eingeschaltet. Sag ich dir auch gerne nochmal, oder grundsätzlich für alle, die jetzt noch später dazugekommen sind, durch unser Auftritt im Fernsehen, im Radio und Zeitung bezüglich unserer Hofsuche, haben wir so viele Angebote bekommen, dass wir aktuell in der Situation sind, dass es schwierig wird, das Ganze zu überblicken. Ich habe heute so ein bisschen angefangen, da Licht ins Chaos zu bringen und mal auszusortieren, so grob schon mal, eine Vorauswahl zu treffen, muss halt ach, gucken wir jetzt dann weiter, aber wir haben unendlich viele Angebote und ich bin echt erstaunt, dass es so viele geworden sind. Mega cool. Ja, Johannes, Wagyus sind auch schöne Tiere, ganz klar. Und jede Rinderrasse hat ihren Reiz. Absolut. Isa, ob ich eine Lieblingsfarbe bei den Highlands habe? Nö. Nö. Ich habe noch nie auf die Haarfarbe geschaut. Landbiene, schönen guten Abend. Bist du fertig geworden mit deiner Arbeit? Du Ärmste. Ich hoffe, du hast den Glühwein bei der Hand. Kannst du ein bisschen abschalten noch. Leinebeckgrund. Da geht es nicht darum, was ich lieber fütter, sondern geht es einfach darum, eine ausgewogene Fütterung zu bieten. Also erstmal hat das Heu im Normalfall, oder zumindest bei uns, bei unserer Heuernte, wenig Energiegehalt als Silage. Und gerade bei den Mutterkühen, laktierende Mutterkühe, musst du halt dementsprechend auch Energie liefern, weil die Energie dann auch wieder in das Kalb über die Milch fließt. Deswegen die Silage dringend notwendig bei laktierenden Mutterkühen, um den Energiehaushalt hochzuhalten. Und Rauffutter brauchen sie natürlich auch, weil die ganze Energie oder das Eiweiß nützt nichts, wenn der Rauffutteranteil nicht passt. Denn dann kann das Rind die Energie nicht verwerten. Also es muss immer schön die Waage halten. Deswegen habe ich draußen am Futterplatz zwei Raufen. Die eine ist mit Silage bestückt, die andere mit Heu. Und so können sich die Damen und Herren ihren Cocktail selbst mixen. Und Entwicklungsunterschiede? Ja, natürlich, klar. Wenn du keine Energie in das Tier reinsteckst, dann holst du da auch nichts raus. Also ich sehe es immer wieder bei befreundeten Züchtern oder bei Highland-Züchtern grundsätzlich. Es ist oft verbreitet, dass die eigentlich Vollweide fressen. Die Böden und der Futterbestand, das allerdings nicht hergibt vom Energiegehalt. Dementsprechend gibt es auch die Tiere, die dann sehr, sehr dünn sind und ihrem Alter nicht im gerechten, altersgerechten Entwicklungsstand sind. Das heißt, man sieht da ganz oft Tiere mit großen Hörnern, aber einem Körperbau von einem Jährling, und da merkst du ganz genau, die Hörner, das Tier ist mindestens 2 Jahre, da fehlt's. Und was du im ersten Jahr in ein Tier nicht reinkriegst, bin ich der Meinung, auch bei Kälbern, ganz wichtig, da muss Energie rein. Das holst du nie wieder auf im Wachstum. Deswegen, ja, würdest du schon Entwicklungsunterschiede erkennen. Und wie gesagt, es ist wichtig, dass da die Balance passt zwischen Energie und Rohfaser, dass da gutes Futter besser ist. Ich meine, man kennt es aus der Milchwirtschaft, da ist es noch viel wichtiger und da muss viel mehr Energie rein, weil ohne Energie keine Milch. Und da werden ja die Rationen genau bemessen und das sind ja auch Kombinationen aus Rohfaser, Silage, ob es jetzt Grassilage oder Maissilage ist und manch anderem noch. Das brauche ich bei den Highlandern zum Glück nicht, aber wir füttern immer eine Mischung aus Heu und Silage. Wenn wir ein bisschen langsam waren bei der Silo-Ernte, dann haben wir auch schon mal Heulage, weil es ein bisschen zu trocken geworden ist. Hat aber auch immer noch einen guten Eiweißgehalt. Ein bisschen anders, das haben wir doch gerade gehabt, aber gerne nochmal. Mit der Klauenpflege haben wir bei den Highlandern nicht nötig, denn es ist ein robuster Rind, das ist ein ursprüngliches Rind, was eigentlich so gut wie nie gekreuzt worden ist und immer noch so ist, wie es vor tausenden Jahren war. Die haben sehr robuste Klauen. Die sind super unempfindlich, was Feuchtigkeit betrifft, was Abszesse betrifft. Abszesse haben wir noch nie gehabt.
Also ich weiß gar nicht, ob es das bei Highlandern überhaupt gibt. Die sind parasitär, ultra robust, die sind, also ich kenne Highlander, die waren in Stellen gestanden, wo auch andere Rassen mit drin waren, die mal einen Flechtefall hatten. Die Flechte hat sich einmal durch den ganzen Stall ausgebreitet, die kaum unter Kontrolle zu kriegen. Aber die Highlander lachen dann wieder drüber aus. Die haben da nichts. Also, genauso das fällt sich aber auch bei den Klauen. Ja. Die sind da robuster und können da einiges ab. Und bis jetzt haben wir bis auf so eine Ausbüchse drin, haben wir jetzt mal gehabt, die echt schlimme Klauen hat. Das ist aber genetisch bedingt und die werden wir jetzt auch aussondern. Und wie Arne dit mal wissen will, grüß dich Arne, dein Paket ist heute raus. Die werden wir definitiv ersetzen. Natürlich war bis jetzt eine Mutterkuh, hat gute Kälber gemacht. Wir haben das viel zu viel Angst, dass die das weiter vererbt. Bis jetzt haben wir bei den Kälbern von ihr noch nichts beobachten können, aber das heißt ja nichts. Und jetzt, nachdem sie scheint leer geblieben zu sein, machen wir jetzt nochmal eine Trächtigkeitsuntersuchung und dann sondern wir sie aus. Macht keinen Sinn. Ist für die Kuh nicht schön, ist für uns nicht schön. Ist doof, aber ja. So basiert halt nun mal Zucht darauf, ne? Dass man optimiert und dementsprechend aussortiert. Habe ich dann Lust, seid ihr vergönnt. Ab und zu muss man auch mal was zu essen holen. Ohne Mampf kein Kampf, ne? Wilhelm Bauer, genau, so ist es. Du brauchst das Raufutter bei Wiedercoin, weil sonst reicht dir, sonst nützt dir die energiereichste Silage gar nichts. Also kannst du Mais-Silage neiballern, was jetzt wie bei den Highlandern keinen Mehrwert hätte, weil die einfach nur verfetten würden, weil es zu viel Energie ist. Deswegen haben wir Gras-Silage. Aber die brauchen sie auch, gerade die Mütter, die laktieren. Die brauchen halt auch ein bisschen Energie fürs Kalb. Crash Bandicoot, wie beim Steier des Fahrgefühls. Wenn ich jetzt sage, gut, nützt dir relativ wenig, ne? Denn es ist halt der Kompaktschlepper. Also, das muss man schon sagen. Da kommt er auch immer recht schnell an seine Grenzen. Der kurze Radstand und das geringe Gewicht. Gepaart mit dem Frontlader, also wenn ich da einen Siloballen drin habe, der etwas feuchter ist oder ein wenig fester gepresst, dass es mehr Masse hat, dann merke ich da ganz schnell die Grenzen. Dann macht er einfach eine kurze Verneigung davon. Also mit Heckgewicht geht's dann. Aber ja, sonst fährt er sich eigentlich, er fährt sich solide. Das ist ein kleiner, solider Schlepper mit einem niedrigen Schwerpunkt. Ich habe auf breiten Radstand hinten die Wendefelgen umgebaut. Das heißt, der ist im Hang auch sehr zuverlässig. Hat bis jetzt eigentlich noch nichts mehr. Er rutscht mal im nassen Gras runter, klar, aber gibt Gefahr zeitlich null. Und mit seinen wenigen PS auf kleinen, hangigen Flächen bei uns eigentlich die eierlegende Wollmilchsau. Genau, wir haben ein paar Hafer oder Stroh. Haferstroh. Macht mehr auch so bei der Milchviehhaltung, dass man in die Ration einen gewissen Prozentteil Stroh mit reinmischt, Häckselstroh. Einfach um den Rohfasergehalt dementsprechend einzustellen. Ja, Heulage wäre akzeptabler Kompromiss zwischen Heu und Silage. Da ist der Rohfaseranteil natürlich höher als bei der klassischen Silage. Und auch ein großer Energieanteil. Es wäre halt bloß vom Kostenfaktor für mich ein Unterschied. Denn das Heulage-Wickeln ist sehr viel teurer als Heu zu wickeln. Und ich meine, sind wir mal ehrlich, es geht halt nichts über gut duftendes, hochwertiges, sehr gut produziertes Heu, oder? Ich bin absoluter Heu-Fan. Deswegen käme nur Silo oder Heulage für mich gerade in Frage. Ja, Arne, du kannst aus dem Vollen schöpfen. Hast dir gut bestellt. Das lass dir schmecken, ne? Müsste morgen bei dir ankommen. Daniel, du isst gerade meine Currywurst. Lass dir schmecken. Sehr gut, wenn sie dir schmeckt. Ja, ich denke, das Rezept haben wir ganz gut hingekriegt. Also ist jetzt... Ich wollte jetzt nichts zu Extremes machen, wo du sagst, das schmeckt jetzt aber ganz, ganz extrem anders. Ich wollte einfach eine Currywurst mit hoher Qualitätsstufe machen und ja, natürlich runden Geschmack. Ich denke, das haben wir hingekriegt. Das können wir so lassen. Vielleicht machen wir irgendwann noch eine zweite Sorte mit dazu für jemanden, der es gern schärfer mag oder sowas. Das haben wir bei der Salami vom Rind auch. Gucken wir mal, wo uns die Zukunft dahin führt.
Hubert, warum ich meine Anhängerkupplung nicht ans Heckgewicht baue, hat einen ganz einfachen Grund. Dieses kleine, winzige Heckgewicht habe ich ursprünglich für meinen Fiat gegossen. Es stammt noch aus meinen Anfangstagen, wo ich so naiv und blauäugig war, dass ich in dieses Heckgewicht nicht mal eine Armierung rein habe. Das heißt, um die Ackerschiene ist einfach bloß ein Betonklotz. Wenn ich da jetzt natürlich die Anhängerkupplung dran schraube, dann ist der Betonklotz relativ schnell pulverisiert, denke ich. Zudem habe ich das Problem, die war ja als Unterflur-Heckgewicht gedacht. Das heißt, die dreht auf der Achse. Es würde auch mit dem Hänger drehen. Also eine Verdrehsicherung müssten wir ja dann auch noch einbauen. Und da habe ich das jetzt mit dem Dreieck und da bin ich top zufrieden mit der Lösung. Also das ist genial. Das funktioniert einfach, easy, günstig. Also Preis-Leistung passt da definitiv. Und deswegen habe ich keine Anhängerkupplung am Heckgewicht. Harald, grüß dich. Welche Hofgröße ich mir vorstelle? Also ich sag, es muss mindestens jetzt die 25 Hektar haben, die wir jetzt bewirtschaften, dass wir einen Iststand erhalten können. Unser Wunsch wäre, das Ganze im Vollerwerb zu betreiben und dann reden wir einfach mal von 50 Hektar. Kommt drauf an, wo. Wenn das jetzt natürlich in der Gegend ist, wo man 60er, 70er und noch höhere Bodenpunkte hat, dann müssen es natürlich nicht unbedingt so viel sein. Also das kommt wie bei allem auf den Betrieb selber an. Das muss man sehen. Ja, kann man so pauschal eigentlich gar nicht sagen. Es gibt auch Höfe, die haben weniger Hektar, aber vielleicht eine Möglichkeit, noch andere Standbeine zu integrieren, weil jetzt da vielleicht, sagen wir mal, eine kleine Käserei dabei ist oder weiß der Teufel was. Und da müssen wir dann das Konzept nehmen, an den Hof anpassen und ja, dementsprechend dann auch wirtschaften. Kann man alles nicht pauschalisieren. Wir gucken jetzt einfach mal, was da interessant ist und ja, Vollerwerb soll es dann schon werden. Denn ja, wenn wir viel Zeit reinstecken, dann wollten wir auch davon leben können. Macht ja keinen Sinn, viel Zeit reinzustecken und dann irgendwie sich noch einen abzubrechen und nebenbei was anderes zu hampeln, bloß dass man über die Runden kommt. Das ist jetzt nicht unser Ansinnen. Die Erkältung kickt ganz schön, ne? Stefan Drüssel, grüß dich. Schönen guten Abend. Hubert B., Highlander Käse. Dazu geben sie einfach zu wenig Milch. Also die Highlander sind echt ganz schwach in der Milchleistung. Ist ja evolutionär bloß so hinterlegt, wie viel sie für das Kalb brauchen. Zudem ist die Highlander Milch, habe ich mir sagen lassen, sehr, sehr, sehr fettig. Gut, für die Käseproduktion eigentlich gar kein Negativpunkt, ne? Aber halt die Menge. Die Menge wird man nicht herkriegen. Das wäre dann ähnlich hochpreisig wie bei Stutenmilch wahrscheinlich. Das machen wir nicht. Lukas, grüß dich. Ja, schon mal schöne Weihnachten und guten Rutsch, falls wir es nicht mehr hören und singen. Der Lotte geht es wieder ganz gut. Die hat es jetzt mit der gerade gut wegsteckt, ist unter Antibiotikumbehandlung gewesen, sodass sich da nichts entzündet und irgendwann die Haxen wegfault. Den Rest von der Kralle haben wir jetzt vorgestern entfernen lassen. Der Tierarzt kann sich jetzt einen goldenen Weihnachtsbaum kaufen von meinen Einzahlungen in den letzten Wochen und Monaten. Aber das ist halt einfach so, wenn man Tier hat, hat man auch Verpflichtung. Und ja, jetzt ist er auf dem Weg der Besserung. Schmerzen hat es keine mehr. Die neue Kralle wächst nach, wie beim Menschen. Wenn es dir deinen Fingernagel rausreißt, kommt da auch irgendwann ein neuer nach. Ja, passt. Der Bauhauer braucht einen Melkroboter unbedingt, um 10 Highlands zu melken. Ja, da brauchen wir eine Sonderroboterkonstruktion. Wenn wir mal Lili sprechen, ob die da was bauen. Nee, Highlands werden wir definitiv nicht melken. Hätte ich auch gar keinen Bock drauf. Und die auch nicht. Die Highlands hätten da nämlich auch keinen Bock drauf. Die sind ja ein Stück wilder. Und auch temperamentvoller, zumindest meine Damen. Die würden Teufel tun und sich jeden Tag melken lassen. Ja, ins Hühnchen ist jetzt schon so ein oder andere Taler reingeflossen. Ich habe hier immer so ein bisschen Pech mit meinen Hunden. Der Terence, unser Dormann, den wir vorher hatten, war ja auch, der war überzüchtet, der hat Probleme mit Organen gehabt. Der hat mich auch ganz schön Geld gekostet, aber wenn man es halt hier liebt, dann muss man halt einfach das Geld in die Hand nehmen. Das ist Ehrensache, ganz normal, ganz klar. Ist ja Familienmitglied. Ich meine, die Oma lassen wir jetzt auch nicht da haben liegen, weil sie sich die Hüfte gebrochen hat, oder? Hm.
Fabi, du meinst jetzt vom Milchroboter, oder? Ja, wir können auch blaue nehmen. Da bin ich eh leidenschaftslos. Also ich meine, diese Maschinen können alle wahrscheinlich das Gleiche. Zumindest wenn ich es bei den Kunden immer sehe. Cookie 3 und bitte morgen. Und das funktioniert scheinbar bei allen. Landwirtschaft im Leinebergland. Dir auch eine gute Nacht. Wünsche dir schöne Weihnachten. Hab eine gute Zeit. Bleib schön gesund. Und wir sehen uns demnächst wieder. Ja Leute, jetzt sind wir aber vom LMSDV völlig abgekommen, oder? Haben wir jetzt eigentlich gar nicht mal thematisiert. Merkt ihr das? Meine Kollegin hat es jetzt auch keiner mehr blicken lassen. Ja, ich habe jetzt aber auch keine Lust, die Vlogs durchzugucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt gerade so gemütlich, so eine kleine Laberrunde. Dann machen wir das halt irgendwann anders, nochmal die Auswertung. Beziehungsweise ihr macht mich einfach darauf aufmerksam, wenn was ist. Und dann stellen wir sie hier an den Pranger, oder? Wenn einer dagegen verstößt, dann stellen wir sie hier an den digitalen Pranger, wie im Mittelalter. Und wir werfen sie mit faulen Eiern. Leinebergrund, jetzt bist du schon gegangen und ich habe deine Frage nicht beantwortet. Eieiei, da oben sehe ich gerade noch eine. Also ich setze meine Kälber von meinen Kühen zwischen 8 und 10 Monaten ab. So lange bleiben die da. Und deswegen fällt auch diese Milchergänzung weg, denn da brauchen die kein Milchpulver mehr. Da können die schon ganz normal rohfaserreiches Futter selbst fressen und auch verdauen. Also gibt es sowas. Milchaustauscher. Kälberpulver, Milchergänzung, gibt es da nicht. Kriegen Muttermilch, bis sie abgesetzt werden und so. Ab und zu setzen auch die Kühe ihre Kälber von vorher selbst ab. Das haben wir auch schon gehabt. Die lassen sie dann einfach nicht mehr ran. Wenn das männliche sind, dann ist das in Ordnung, weil die machen auf der Mutterkuhherde nichts, solange der Hugo mit dabei ist. Denn der Hugo wird bei einer aufnahmebereiten Kuh keinen anderen Bullen oder auch einen Jungbullen in die Nähe lassen. Da weiß er schon gut durchzugreifen. Also das funktioniert super. bleiben die Jungbullen nämlich auch auf der Mutterkuhweide. Nur die weiblichen gehen dann weg, dass sie eben nicht belegt werden. Zu früh oder dann auch nicht vom eigenen Vater. Das spende ich gut. Ich habe Milchstände. Einen vollautomatischen Melkstand? Oder reden wir jetzt davon, wie ich es auch so kenne, diese Holzstände, die man selber baut, wo man also diese Ziegen auf einer Brücke vor sich drauf treibt, wo man es schön auf Arbeitshöhe hat. Aber das ist ja günstig. Isa, ich wollte unbedingt einen Vlog mit Outtakes machen, aber mein Cutter hat das Material aus Versehen gelöscht. ärgerlich. Aber Outtakes gibt es so viele. Ich denke, dass wir dann irgendwie im Frühjahr dann vielleicht mit Outtakes auch wieder Videos hinkriegen. Aber dieses Jahr wird es wohl nichts mehr werden. Dafür habe ich zu wenig Outtakes. Dafür nehme ich zu gut auf, scheinbar. Nee, das war ein Versehen vom Cutter. Der hat es aus Versehen gelöscht. Jonas, ich habe zwei Söhne. Einen größeren und einen kleineren. Der Hannes und der Franz. Aber Isa, es gibt dieses Jahr noch Spezialvideos. Rückblickvideo, das fragt den Hauer Spezial. Vielleicht machen wir auch noch Drohnenaufnahmen 22 Spezial. Das heißt, alle Drohnenaufnahmen einmal nochmal überarbeitet und zusammengeschnitten. Schöne Musik drunter. Und ja. Daniel, eigentlich habe ich schon Bock, weiter Daily zu machen. Habe aber gesagt gehabt, dass ich es eigentlich bloß bis Weihnachten mache, ne? Weil es so eine Art Adventskalender ist. Gucken wir mal. Und gucken wir mal, wie mein Cutter noch Bock hat. Er muss ja auch täglich ran, ne? Ist ja nicht damit getan, dass man es filmt, sondern das Zeug muss ja auch geschnitten, bearbeitet und hochgeladen werden. Also da steckt schon Arbeit dahinter.
Landwirt im Erzgebirge. Ich habe einen Cutter jetzt seit meinen Daily Vlogs, weil ich das einfach nicht geschissen kriege zeitlich. Und ich dann einen guten Freund habe, der da immer schon wollte. Ich das aber bis jetzt noch nie mich getraut habe, aus den Händen zu geben, weil ja, ich wusste nicht, ob das da schneiden würde, wie ich es auch schneiden würde. Und habe gesagt, okay, jetzt probieren wir es einfach mit diesen Daily-Dingern. Und er macht seinen Job sehr, sehr gut. Bin ich sehr zufrieden. Die Zusammenarbeit funktioniert klasse. Er hat Spaß dabei. Für mich ist es tierische Erleichterung. Und ja, ich denke, wir werden da weiter zusammenarbeiten. Und seitdem habe ich den Cutter, ja. Herrmannschaft in Leinebergland, du bist ja noch da. Siehst du, dann hat sich ja rentiert, dass ich noch deine Frage beantwortet habe. Wow, 60 auf dem Ziegenmelkstand. Krass, das habe ich in der Größenordnung auch nicht gesehen. Timo Lange, moin, grüß dich. Ich sag, die Zeit zwischen den Jahren ist auf jeden Fall gesichert. Dir wird nicht langweilig werden. Und ja, also zumindest vom Hauer-Content her kommt da jede Menge. Ja, du wirst aber auch sicherlich keine Langeweile haben, weil es ja familienfest ist, oder? So hoffe ich doch. Jetzt wie bei Daniel, dass sich da die Familie gegenseitig dann bekriegt an Weihnachten. Oder war doch bei dir, Daniel. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Oh Gott, dass ich alles durcheinander kriege. Müssen wir kurz warten. Also wir haben ja knappe 20 Sekunden Zeitversatz. Wenn ich was sage, hört ihr das erst 20 Sekunden später. Und dementsprechend reagiere ich dann auch erst. Ja, Fabis Landus, da bin ich ganz bei dir. Das war auch der Grund, weil ich schneide für mein Leben gern. Ich liebe diese kreative Arbeit. Aber das waren halt pro Video immer 2 Stunden nur Schnittzeit. Ich muss das Ding rendern. Gut, auf der neuen Kiste, auf der wir jetzt streamen, da geht es eben ratzfatz. Das ist ja Hightech-PC. Der musste sein, auch für die Streams. Und dann musst du es noch hochladen. Das ist mit das. Also, nee, eigentlich geht es ja anders. Du musst es. Erstmal, wenn du es gefilmt hast, nimmst du das Material, lädst es von deiner SD-Karte auf den Rechner. Das ist auch ein sehr langsamer Prozess. SD-Karten haben keine große Datendurchsatzrate. Dann schneidest du es, 2 Stunden, sag ich mal, mindestens. Ich habe da aber so einen gewissen Anspruch an mich und war nie zufrieden, nochmal überarbeitet, da noch was, oh, das muss noch anders. Man könnte es einfach auch haben, 2 Stunden. Dann nimmst du die Sache, renderst es. Am alten PC hat das Rendern teilweise bis zu 6 Stunden gedauert. Und dann lädst du es auf YouTube hoch, was auch immer so mit einer Stunde Uploadzeit ist. Bei 4K, 30 Minuten, Stunde Uploadzeit. Also da geht wirklich Zeit drauf und deswegen macht das jetzt mein Cutter. Der hat riesig Spaß dabei, was ich verstehen kann. Und für mich ist es eben eine Erleichterung. Und zeitlich geht es einfach gar nicht anders, gerade mit dem Daily-Zeug. Timo, wenn der neue Polaris kommt, erfahre ich erst. Die gehen immer erst in eine Art ja, Pressevorstellung. Das heißt, die werden zur Verfügung gestellt. Kommt die Presse, macht da Bilder, Berichte, Fachmagazine und Online-Filmchen und was weiß ich was alles. Und dann wird das Zeug eingebaut, was ich gerne drin haben möchte, in Ausstattung. Und dann kriege ich Bescheid und dann hole ich mir das Ding wieder ab vom Händler. Also so hat es bisher immer funktioniert. Jetzt ein zweimal, ich bin erst 2 Jahre dabei. Aber der kommende wird noch etwas spezifischer ausgestattet, weil ich ganz schnell merke, was denn fehlt oder was ich noch gern hätte. Okay, Isa, du guckst beim Streckenhauer. Schön, hat das so eine meditative Wirkung für dich. Sehr gut. Timo Langer, der Alte, da mache ich auch noch ein Video dazu. Ein Feedback-Video, wie, ja, Feedback, Zusammenfassung, wie wir damit zufrieden waren. Das ist aber auch noch in Arbeit. Wir haben auch alles zeigen, was wir damit gemacht haben. Ich meine, wer die Vlogs regelmäßig verfolgt, hat schon gesehen, dass das Ding bei uns schwer im Einsatz war und teilweise auch für Sachen gebraucht wurde, für die es nicht gedacht war, aber seinen Dienst super erfüllt hat. Wir haben das Schneeschild zum Kühleschieben benutzt, wir haben die Seilwinde als Schlitten-Skilift benutzt.
Einsatzmöglichkeiten sind grenzenlos. Kommt noch ein separates Video, wo wir das aufgreifen, wie wir zufrieden, dass wir damit waren. Und freuen uns auf den neuen. Also Gast werden wir heute wohl keinen mehr dazu kriegen, liebe Leute. Die sind alle so beschäftigt mit ihren Daily Vlogs und jeder hat Angst zu verlieren. Und ist wahrscheinlich auch noch in Weihnachtsvorbereitung eingespannt. Also da gucken wir, ob wir vielleicht mal irgendwie zwischen Jahren oder sowas mal was hinkriegen, ne? Wilhelm Bauer, mein Cutter macht es recht gut und macht kaum Unterschiede gesehen. Und wenn nur positive. Willst du mir jetzt damit indirekt sagen, dass er es besser macht als ich, oder? Nee, macht er wirklich sehr gut. Er hat auch vorher meinen Schnittstil analysiert, was ich gern mit reinnehme. Und genau in dem Stil hat er dann auch versucht zu interagieren, dass man da keinen großen Unterschied sieht. Also hat er sich schon sehr Mühe gegeben und macht auch sehr gut. Ganz klar. Und wer es besser macht als ich, haben wir doch alle einen Mehrwert davon. Auch ihr. Genau, Fabius Landust, ja. 40 Stunden Hauptjob und dann die Landwirtschaft. Da wird es dann schwierig. Das habe ich auch schnell erkannt. Deswegen habe ich jetzt einen Job, wo ich das relativ gut vereinen kann. Denn ich habe freie Zeiteinteilung. Das heißt, wenn ich irgendwann mal sage, Heuernte steht vor der Tür und müsste nochmal wenden, dann nehme ich mir diese 1-2 Stunden und wende einfach mal die Fläche, die es erfordert und schiebe meine Arbeitszeit dann hinten dementsprechend. Das wäre ja in der Pflege undenkbar gewesen. Das geht ja nicht. Natürlich nicht. Du hast du Schichtdienste. Deswegen sehr zufrieden. Sehr zufrieden. So, mal so kurz nebenbei auf WhatsApp schreiben. Dann haben wir gleich wieder voll und ganz bei euch. So, gut. So schnell geht's. Ja, wie schaut's denn aus? Ich wollte gerade mal auf den Kalender schauen. Der nächste Mittwoch wäre quasi nochmal ein regulärer Werktag. Können wir gucken, ob wir da einen Jahresabschluss-Stream nochmal hinkommen. Können wir uns ja alle nochmal treffen. Gemeinsam das Jahr ausklingen lassen, wenn ihr Bock habt. Dann würde ich da mir das dementsprechend vormerken. Wilhelm Bauer, das stimmt ja, der nimmt viel Wiederholungen raus. Das ist aber auch ein typisches Problem von mir, da ich ja immer viele Videos aufnehme, die über die ganze Woche gehen und ich mir natürlich nicht merke, was ich genau schon an dem Vortag erzählt habe und dann beim Schneiden die erste Erwähnung drin lasse und dann die zweite auch. Aber da kann so viele Wiederholungen drin. Er macht es sehr viel aufmerksamer, weil er halt auch extern ist und es auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel sieht als ich. Das stimmt. Wiederholungen nimmt er definitiv raus. Ich habe bei vielen Vlogs mir selber mal an den Kopf gepasst, wie oft ich von ein und derselben Sache rede. Aber sehen wir mal positiv. So bleibt es dann wenigstens auch bei Zuschauern im Gedächtnis. Es ist wie in der Schule, man muss es einfach nur oft genug wiederholen. Timo, nein. Nein. Das einzige Tier, was drin ist, ist die Lotte, unser Hund. Die Tiere, naja, viel experimentiert. Wir haben ihn in den alten Stall aufgemacht gehabt in den ersten Jahren hier. Haben die sogar am Futtertisch gefüttert, hatten die Möglichkeit reinzugehen. Haben innen eingestreut, haben außen eingestreut, hatten dann nur den Auslauf. Und es war nicht zufriedenstellend. Wir haben jetzt im letzten Jahr das erste Mal so, wie wir es auch dieses Jahr haben. Das heißt, wir haben eine Winterweide, die Anschluss hat an die befestigte Unterfläche vom Stall mit einer kleinen Unterstellmöglichkeit zum Dach. Denn die Highlander nehmen so Liegeflächen und sowas echt recht widerwillig an. Also jetzt, wo es trocken und kalt war, das war denen ja Wetter. Die sind alle Tag und Nacht draußen gelegen im Schnee auf der hartgefrorenen Weidefläche. Die waren mega sauber. Das war super gut. Und oben hat sich überhaupt keiner verzogen. Deswegen haben wir auch den Stall innen zu gemacht. Denn außer reinscheißen und drin fressen haben sie nichts gemacht. Und
Da muss ich ja wieder mit dem Hoflader rein und das ausmisten. Deswegen Fütterung jetzt draußen über den Raufen. Haben jetzt diese überdachte Liegehalle, die wir jetzt auch einstreuen. Jetzt, wo es ein wenig siffiger, ein wenig nasser wird, da möchte ich sie auch nicht irgendwie auf die Wiese zwingen. Aber wenn es trockengefroren ist, dann liegen die alle draußen auf der Wiese. Die sind mega isoliert. Wenn du frischen Schneefall hast, dann kannst du auf den Highlandern beobachten, dass die oben eine richtige Schneedecke drauf liegen haben, die nicht wegschmilzt über Stunden und Tage. Es bedeutet, dass da sehr wenig Körperwärme verloren geht und die echt so gut isoliert sind, dass ihnen die Kälte oder Schnee überhaupt nichts ausmachen. Bei Regen genauso, du, wenn du das Unterfell reinpackst, die sind auf der Haut trocken. Das Unterfell ist so dicht, dass die Feuchtigkeit wirklich übers Oberfell abtransportiert wird und nichts bis unten durchkommt. So mega. Eigentlich sollte man das Highlander-Fell hier nehmen und daraus Jacken bauen. Aber die Verarbeitung ist zu aufwendig, damit wir das Fell verwerten können. Ganz schade. Aber nee, drinnen sind sie aktuell gar nicht und die Highlander sowieso nicht. Brauchen sie nicht. Das sind robuste Rinder. Die fühlen sich draußen richtig wohl bei den Temperaturen. Nur Kalbungen sollte man gucken, dass man die nicht auf dem Winter legt. Das ist selbst beim Highlander dann ein Problem. Aber wenn die, wir schauen immer mal, dass wir die Kalbungen im Frühsommer drin haben. Wir hatten jetzt auch mal eine Charge, wo wir sagen, das ist im Herbst dann gekommen. Das reicht aber dick aus, dann sind die 2-3 Monate alt und dann können die, dann haben die kein Problem mit der Kälte. Genau, Jonas, die sind an das kalte Wetter angepasst. Das ist evolutionär bedingt für, deswegen heißen sie Highlander, das schottische Hochland. Das ist kühl, nass, kalt und dafür sind sie halt gemacht. Das ist denen ihr Wetter. Die fühlen sich mega unwohl, wenn es richtig heiße Sommer gibt wie dieses Jahr. Dann sind die den ganzen Tag im Schatten und gucken, dass sie möglichst wenig Bewegung und Energie verbrauchen. Und dann geht es erst abends und nachts los. Genau, Patrick. Der Michi hatte den Fehler gemacht mit dem Datum in den 2 Minuten, weil irgendwie die Aufnahme, glaube ich, irgendwie Schrott war. Die Datei kaputt vom Handy. Ja, ist halt so. Mal verliert man, mal gewinnen die anderen, ne? Michi ist jetzt auch im Club der Verlierer. Und wie man so schön sieht, ich habe da so eine kleine Auflistung an der Seite. Ihr Herren sind noch mit von der Partie. Ich denke, dass das auch sich noch eine ganze Weile ziehen wird. Und ich habe ja vorhin meinen Tipp schon mal abgegeben, auf wen ich da tipp. Wobei wir alle das Potenzial dafür haben, das durchzuziehen bis zum Letzten. Also das macht es halt, ja, spannend. Jonas, genau, bei Texas Longhorn ist es ja nicht ganz umgedreht, aber ja, doch, gebe ich dir schon so recht, die sind ja für andere klimatische Verhältnisse gezüchtet. Ja? Die sind ja im heißen Wüstensand von Texas unterwegs. Wüstensand? Steppensand? Naja, halt im heißen Sand von Texas. Und ja, da ist es auch seltenst mit Schneefall. Habe ich es landlos? Die Auflagen, wenn ich Fleisch vermarkte, was meinst du jetzt genau damit? Natürlich ist es in Deutschland super reglementiert, alles was mit Hygiene und Lebensmittelrecht zu tun hat. Da sind wir aber fein raus. Denn das wird alles von uns in der Metzgerei fertiggestellt. Das heißt, das kommt bei uns nur noch in die Kühlung. Und schon haben wir sehr viel Auflagen. Weniger. Macht jetzt aber auch nur in dem kleinen Umfang Sinn, den wir aktuell haben. Denn das ist natürlich auch ein teures Prozedere. Da brauchen wir nicht über Wirtschaftlichkeit reden. Aber auf einem neuen Hof wollen wir da eigene Räume, Verpackungsstraßen und ja, sowas in der Richtung vorhalten. Muss selber vakuumieren. Am besten auch einen Zerlegeraum, weil wir auch den Weideschuss anstreben. Und ja, wir sind da heiß drauf, das komplett zu machen. Aber aktuell haben wir da gar nicht so viele Auflagen. Natürlich, klar, die Etikettierungspflicht, was alles drauf muss, die Kühlkette und ja, das ist ganz klar. Aber wir haben den größten Stress umgangen, indem wir einfach fertig vakuumiert vom Metzger holen. Ja, da ist auch schon Grundetikett drauf, was auch immer ein bisschen Probleme macht, das Grundetikett, denn da spuckt beim Metzger immer ein Standard Mindesthaltbarkeitsdatum aus und Standardpreis. Das heißt, bei allen Stücken stehen 0,01 Euro drauf und das Standardhaltbarkeitsdatum, was an dem Tag abgelaufen ist, an dem es etikettiert worden ist. Das Etikett ist eigentlich nur noch drauf, weil dort die Grammangabe drauf ist. Und somit sparen wir uns den Schritt des Verwiegens, gerade auch im Shop wichtig. Wir rechnen ja Gramm genau ab.
Deswegen sind diese Etiketten drauf. Also wer da von uns was gekauft hat, irritiert ist, warum einige Angaben geschwärzt sind. Das heißt nicht, dass der Hauer Gammelfleisch verkauft, sondern ganz einfach, damit er diese falschen Angaben einfach überpinselt und die Grammangabe wenigstens auf der Etikette nutzen kann. Denn die Falschangaben, die würden schnell zu Unmut führen, da das Fleisch dann schon 4 oder 5 Wochen abgelaufen wäre, wenn es bei euch kommt. Ja, ist bloß so nebenbei. Fun Fact am Rande. Ja, und Fabi, wenn du Direktvermarktung hast, dann hast du da ja auch ganz oft Kontrollen, lebensmitteltechnisch, Veterinäramt ja sowieso als Landwirt. Und ja, der Deutsche liebt seine Regelungen, hält die auch gnadenlos ein und da sind wir dann auch gut aufgestellt. Also funktioniert bei uns sehr, 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 sehr gut. Ist jetzt top, top. Alles gut. Patrick, unterm Handy kennst du gar nicht. Wer ist denn unterm Henry? Ach, das ist der Jan von Twitch Farming. Du kennst Twitch Farming nicht? Na also, muss man doch mal was tun. Pass auf, ich suche mir da gerade mal den Link raus. Dann gehst du da mal hin und abonnierst den Kanal. Also, hör mal. Wohnst du unterm Stein? Schau mal, hier. Ist der Kanal von Twitch Farming. Einfach mal Abo dalassen, Liebe dalassen. Jan hat es verdient, mega sympathisch. Kommt aus dem Brandenburger Land, reiner Ackerbaubetrieb mit knapp 1000 Hektar. Sehr interessant. Streamt auch, deswegen Twitch Farming, also eigentlich kommt er von Twitch. Und macht auch jeden Sonntag einen Koch-Stream, weil er gelernter Koch ist im Erstberuf. Oh, du hast einen Laden, wo du deine Eier quasi direkt vermarktest, oder wie? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, solche Assis gibt es immer wieder, die bei Direktvermarktern klauen. Also, Leute, Leute, Leute. Aber das, so ist es halt mal in der Gesellschaft. Und eine Kamera, die hält keinen ab. Die Kamera ist dafür da, dass du es sehen kannst. Hey, cool, das wäre ihr Preis gewesen. Den kriegst du nimmer. Die meisten werden nicht aufgeklärt. Was hilft, ist ein scharfer Hund drin. Der drauf dressiert ist, wenn Geld klimpert, ist alles gut, klimpert kein Geld, ab das Bein. Wieder Bayern, warum mit Fragezeichen? Was ist los? Unaufmerksam. Ich muss das Handy mal wieder laden, sonst weckt mich morgen früh kein Wecker mehr. Ist mir doof. Morgen ist wieder, ja, eine. Niederbayern, wieso sorry? Was soll das Ausrufezeichen werden oder was? Oh, cool, Eier, Kartoffeln und Nudeln. Mega. Ach, du hast dann gefunden, okay. War das so dann Selbstjustiz oder wie? Medi, grüß dich, servus. Sehr gut. Ja, so geht es mir für auf, Niederbayern. Ich merke das hier auch immer und denke mir, was ist da? Und dann liegt es einfach nur an meiner eigenen Dusseligkeit, dass ich da irgendeinen Regler nicht hochgezogen habe oder sonst was. Aber ihr kennt es ja. Ihr wisst ja, dass beim Technikhauer nicht immer rund läuft technisch. Ja, Freunde, sag mal, wir machen jetzt nochmal bis um 20:30. Dann gönne ich mir meinen gepflegten Feierabend und lasse euch zufrieden und in Ruhe. Und dann bereitet euch mal schön aufs besinnliche Weihnachten vor. Macht das Beste draus, auch wenn wir in verrückten Zeiten leben. Aber irgendwann wird alles gut, sagt er. Midi, ja klar, bei mir alles soweit ganz fresh, Stress wie immer. Aber
Mittwochabend ist so ein bisschen so Entschleunigungspunkt. Da ist man einfach mal 2 Stunden gebunden und kann labern mit euch am Stammtisch, ein Glühbier trinken. Ja, das ist schon toll. Wie gesagt, ihr informiert mich bitte, wenn es beim LMSDV-Wettbewerb eklatante Regelverstöße gibt. Wir werden dann umgehend geahndet, da ich ja unparteiisch bin, bin ich ja als Jury berufen. Peter und ich, inzwischen ja auch die anderen, Lukas und Schnaggi, die sind ja jetzt auch unparteiisch, die sind auch als Jury berufen. Und da sind wir natürlich für jeden Hinweis dankbar. Wir wollen natürlich nicht zum Denunziantentum aufrufen, aber Einhalten der Regeln muss natürlich sein. Okay, Fabi, 14-Jähriger, der bei dir im Laden geklaut hat. Boah, ungeil. Da musst du dann an die Eltern ran, oder? Niederbayern, nächste Woche hätte ich gesagt, machen wir schon nochmal einen Stream, oder? Also, ich kriege jetzt eigentlich nichts dagegen, dass wir da am 28. nochmal einen zaubern. Machen wir uns nochmal ein Sektchen auf, ein Bierchen auf, stoßen nochmal aufs alte Jahr an, oder? Und dann lassen wir das Ganze ausklingen. Ich sag, das Glühbier ist von glücklichen Glühen. Natürlich. Grünbar. Immer glücklich. Wilhelm, dir auch eine schöne Zeit. Schöne Weihnachten. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Am 28. Jahresausgang. Daniel, du holst morgen noch Holz. Brennholz wahrscheinlich, oder? Winter könnte hart und lang werden. Midi, mein Vermieter, hat freilich noch Bulldogs, die nutzt er auch selber. Da ist er Ford, 2000 paar zerquetschte, da ist er alter, wie heißt der? Boah, Blackout. Ja, auf jeden Fall ein Oldtimer, letztes Mal TÜV in den 50ern gekriegt, mit 12 PS, ein Bautz. Und sein Glas natürlich, 100 PS Glas. Oh, Fabian hat dann seine Schulden beglichen. Wenigstens etwas. Ich denke, da hast du dann einen guten pädagogischen Mehrwert auch noch geboten und vielleicht für die Zukunft auch noch so einiges abwenden können, ne? Wenn es dann gleich mal geläutert hast. Super. Patrick, dir gute Nacht, auch schöne Weihnachten. Hab eine gute Zeit, bleib schön gesund, genieße es, komm ein bisschen runter, nimm ein bisschen den Stress raus. Denk die Welt draußen wird immer schnellliebiger und immer schneller. Da ist es ganz wichtig, dass man sich dann ab und zu am Ende des Jahres auch mal, das heißt nur kurz, ein bisschen erdet und runterfährt. Oh, Fabi, der Schlepper ist kaputt. Was ist denn kaputt? Und was hast du denn? Magst du uns kurz erzählen? Okay, Fabi, du hast scheinbar ein IH. Hubert P., die LMSDV-Videos haben die Vorgabe, dass sie mindestens 5 Minuten sein müssen. Maximal 20. Dass die selbst gevloggt sein müssen. Das heißt, mindestens 5 Minuten selbst erstellt oder ich blick selber nicht mehr durch. Das Regelwerk hat sich im Laufe des Wettbewerbs verselbstständigt und so verkompliziert. Ich war dann einfach raus. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich habe dann in dieser WhatsApp-Gruppe mal die Benachrichtigungen für 8 Stunden ausgemacht, weil ich nur noch Diskussionen über diesen Wettbewerb. Niederbayern, herzlich willkommen bei den Highlandern und vielen Dank für deine Unterstützung. Mann. Mod und Unterstützer gleichzeitig. Also mehr Engagement geht ja schon gar nicht mehr. Vielen Dank dafür. Wo war ich? LMSDV ist so kompliziert geworden. Ja, ich blick's selber nicht mehr. Wir haben irgendwo das auch mal verschriftlicht. Das hätte man gleich vor Anfang machen sollen. Bis ins Detail.
Und dann auch unter jedes Video mitposten, sodass die Leute auch wissen, wie die Regeln gehen, weil es war schon auch ein bisschen Rätselraten auch mit. Aber vielleicht passiert es ja nächstes Jahr wieder. Ah, IHC. 644 Lenkhebel ist kaputt. Oh, kacke. Ja, dann mal. Zack, zack, reparieren. Medi, wieso hat Sibas was frei? Vorstellen kann ich mir alles. Also das haben wir ja auch im Beitrag vom BR gesagt, dass wir uns vorstellen können, überall hinzugehen, wenn der Hof passt. Denn die Vermarktungsmöglichkeit haben wir ja durch online gegeben. Also wir können ja bundesweit verschicken. Ich möchte aber schon gern in Franken bleiben oder zumindest in Bayern. Ich bin schon sehr heimatverbundener Mensch auch. Aber wenn der Hof passt, Hof ein bisschen gebracht werden, oder? Andreas, gute Nacht, dir auch schöne Feiertage. Um 4 Uhr ist die Nacht zu Ende. Na dann, lass krachen, schnell schlafen und ab dafür. Morgen schönen Arbeitstag. Niederbayern nutzt gerade alle Emojis aus. Da könnte ich auch mal wieder hier eine Salve abfeuern. Den ganzen Kollegen. Zap, zap. Bin die mega. Niederbayern, ich komme zu dir mit dem Hof. Hast du so viel Platz? Medi, jetzt nochmal dazu zu deiner Frage, wie kommst du da drauf? War in dem Vlog irgendwas? Ich muss mir den jetzt dann nach dem Streamer noch kurz angucken zum Einschlafen. Niederbein, du hast Platz und Futter. Okay. Ja, aber warum nicht? Also ich bin ja halb Niederbayer, also insofern ist das gar nicht so abwegig. Fabi, welche Wallpapers? Sollen wir Wallpapers machen fürs Handy? Ein paar Highlandern drauf. Können wir gerne machen. Bieten wir dann als Download an. Gratis natürlich unter den Videos. Also wer da Bock hat, ganz klar, können wir machen. Falls du das gemeint hast. Markus, dir auch eine gute Nacht. Dir auch schöne Weihnachten. Grüße an die Familie. Feiert schön. Wir sehen und hören uns auf jeden Fall. Bin ich raus bei der Diskussion. Was ist mit Mr. Moto? Ja, Papi, ich hab's gerade vorhin gesagt, ich wollte eigentlich mit dem LMSD-Dingenskirchen was machen, aber irgendwie haben wir es zeitlich nicht geschafft und es war heute zu gemütlich. Ich finde das halt mega geil, unseren schönen Stammtisch hier. Haben echt eine geile Community, macht Spaß. Und uns wurde halt irgendwie auch nicht langweilig, also mir zumindest nicht. Bin nicht in die Verlegenheit gekommen, irgendwie Video oder sonst was anzumachen. Ah, jetzt komme ich mit. War das mit den Wallpapers wohl irgendwas auf Mr. Modo bezogen? Also ich verfolge den ja nicht, ich kenne ihn bloß flüchtig. Was hat er wohl? Hat er Nacktbilder von sich als Wallpaper oder was hat er? Aber Wallpaper ist echt keine schlechte Idee. Ich meine, ich habe in meinem Fundus so schöne Aufnahmen von den Highlandern. Da können wir echt mal was machen. Also wer da Bock hat, sich die als Desktop-Hintergrund oder als Handy-Hintergrund zu holen, ich biete mir einfach mal in zwei Formaten zum Download an. Kann euch dann unter dem Video auf den Link runterziehen. Fertig, aus. Eine gute Idee. Mache ich.
Anne, vielen Dank fürs Kompliment. Ich gebe mir immer größte Mühe. Ich mache das einfach so, wie ich denke, dass es richtig ist und scheint ja ganz gut anzukommen bei euch. Natürlich nehme ich mir Zeit für die Familie. Weihnachten, wer mich kennt, ist so das Wichtigste für mich überhaupt. Da habe ich ganz klare Vorstellungen, wie Weihnachten ablaufen muss. Und wenn das nicht so ist, dann ist hier aber Polen offen und dann wird alles dafür in die Wege geleitet, dass Weihnachten so ist. Denn gemütlich, kein Zeitdruck und ja, Zeit für die Familie. Einfach bloß mal lang runterschalten. Da gibt es nichts anderes. Hier, Bayern. Du sagst es, 22.30 Uhr wird auch für mich Zeit. Machen wir jetzt auch noch fertig, bis ich ins Bett komme. Ist locker 11. Und jo, morgen früh ist die Nacht zu Ende. Dann geht es nochmal rund. Habe ein paar Kunden noch versprochen, dass ich morgen nochmal zur Beratung vorbeikomme. Und muss auch noch ein bisschen was ausliefern. Und dann war es das für das Jahr auch. Ne? Dann habe ich erstmal Urlaub bis zum 1.9. Nein, 9.1. meine ich. 1.9. ein bisschen eichlang. Und ja, dann wird es etwas ruhiger. Wie gesagt, nächste Woche würde ich nochmal zum Stream laden, wenn ihr Bock habt. Machen wir noch einen kleinen Stammtisch, Jahresausklang. Macht euch Gedanken. Ihr könnt ja dann noch so Vorschläge bringen. Machen wir so eine kleine Umfrage auf Instagram. Wer es dann halt folgt, tut es bitte noch. Was wir für Themen ansprechen können, was wir für Aktionen machen können, was wir vielleicht gucken wollen zusammen. Und ja, das können wir dann nächste Woche am 28. dann auch machen. Ich starte jetzt und plane jetzt gleich den Stream, sodass man den YouTube sich vormerken kann. Dann machen wir hier den Cut für heute. Liebe Leute, vielen herzlichen Dank, dass ihr da heute dabei wart. Vielleicht zahlreich auch. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst doch den Daumen unter dem Video da, dass es uns hilft, dass der Algorithmus uns auch noch weiteren Leuten, dass wir auch noch weiteren Leuten vorgeschlagen werden. So rum wird ein Schuh draus. Ja, würde mich dann auch freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Dann machen wir das auch nicht mehr als LMS, EGV, OP, sonst irgendwas Stream. Wir haben heute einfach zu wenig gebracht, um das so laufen lassen zu können. War anders geplant, aber so auch ganz nett. Vielen, vielen herzlichen Dank. War angenehm mit euch. Ich wünsche euch ganz tolle Weihnachtsfeiertage. Genießt die Zeit, bleibt schön gesund, schaltet den Gang runter. Ja, und wir sehen uns dann in alter Frische beim nächsten Stream, dann nächste Woche und dann zum letzten Mal für 2022. Und denkt dran, 2023 wird alles besser. Bis dahin, grüßt die Lieben daheim. Servus, ciao, schönen guten Abend.